Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich heute mit der kontroverse Aussage, kommt jetzt gleich zum Start, für den zweitgrößten Wrestling-Show des Jahres beschäftigt. Und zwar New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom 12 am 4. Januar 2018 im Tokyo-Dom in der japanischen Hauptstadt. Bei mir, wie mittlerweile eigentlich fast gewohnt bei den Puroresu-Podcasts, die zwar nicht so regelmäßig, aber doch ein paar Mal zumindest im Jahr kommen, an meiner Seite der Claudio. Guten Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Ja, mal gucken. Wir nehmen das Ganze natürlich ein bisschen eher auf, weil ja, die Karte steht. New Japan ist, auf New Japan ist da immer Verlass und deshalb haben wir da auch zeitlich ein bisschen mehr Spielraum. Wir hoffen einfach, dass sich da bis dahin nicht mehr allzu viel ändert. Vielleicht vorneweg nochmal ein paar Daten. Wir könnten ja eigentlich erstmal drauf eingehen, wie man das Ganze denn sehen kann. Denn ich denke mal, das ist immer wieder kurz vor diesen großen Shows immer wieder eine Frage, die aufkommt. Genau. Die Gelegenheit, dann auf unseren Podcast zu verweisen. Also wie gesagt, am 4. Januar, das ist ein Freitag, ab 8 Uhr geht es los, um ganz genau zu sein, mit der Pre-Show. Die eigentliche Show beginnt dann 9 Uhr morgens, wohlgemerkt, nicht abends, sondern morgens. Zu sehen ist das Ganze auf newjapanworld.com. Ist im Grunde die Streaming-Plattform von New Japan, monatlich circa 8 Euro kostet der ganze Spaß. Mittlerweile ist die Website glücklicherweise auch in Englisch gehalten. Soll heißen, man kann dort mittlerweile auch relativ gut navigieren. Das war nicht immer so. Lohnt sich auf alle Fälle, dort mal reinzuschauen, weil es ist nicht allzu teuer und man New Japan streamt die meisten der großen Shows, eigentlich alle großen Shows live. Dazu kommen noch ein paar Shows, die man nicht unbedingt live, aber dann doch online stellt. Außerdem immer wieder regelmäßig Matches von New Japan Stars bei anderen Promotions, heißt Ring of Honor, Progress etc. CMML gibt es also dort immer auch teilweise Shows zu sehen. Ja, wo kann man es gucken? Grundsätzlich natürlich PC, also auf dem Desktop auf gut Deutsch, Mac oder was immer ihr habt. Dazu gibt's auch Apps beim Chromecast und was in Deutschland vielleicht ein bisschen gebräuchlicher ist, der Amazon Fire TV Stick. Gibt's seit letztem Jahr, funktioniert eigentlich auch recht prima. Ich gehöre zu den Leuten, die sich extra wegen der New Japan World App das Ganze zugelegt haben, weil ich das gerne auf dem Fernseher schauen möchte und das mit so einer App einfach deutlich besser zu navigieren ist als jetzt, keine Ahnung, über irgendeine Browser-Anwendung auf dem Fernseher oder PlayStation oder was auch immer. Ja, wenn ihr weitere Fragen dazu habt, könnt ihr die stellen, sei es hier unter den Podcasts oder auch im Board. Wir werden versuchen, die auch noch rechtzeitig zu beantworten. Und ja, Claudio, du noch irgendwas vorweg? Ja, also wir werden auf jeden Fall, das habe ich zumindest vor, noch eine etwas größere schriftliche Preview zu dem Event, auch wenn ich unbedingt den Podcast hören möchte oder vielleicht noch mehr lesen möchte, machen wir eine große Preview mit Tippspiel, mit der Anleitung auf Englisch, wie man sich bei New Japan World anmelden kann, und den weiteren Infos, Hype-Videos, da hat New Japan veröffentlicht zurzeit, gefühlt zu jedem Match ein Video, wenn nicht sogar zwei. Dadurch, dass sie auch jetzt einen YouTube-Kanal auf Englisch haben, haben sie auch für die japanischen Promos englische Untertitel. Also kann man vielleicht auch ein bisschen mehr jetzt verstehen, was die Wrestler auch sagen wollen in den jeweiligen Hype-Videos. Ja, du hast eigentlich schon alles relativ weit erklärt, wo man das auch sehen kann. Halt Pre-Show, wann es anfängt. Ja, ich hoffe, ihr schaut mal vorbei. Ich weiß, dass CMLL ist, glaube ich, regional geblockt. Ich glaube, das können nur in Japan das sehen, aber ich weiß, dass zum Beispiel die gemeinsamen Shows mit Revolution Pro, die landen komplett oder zumindest mit Beteiligung von den New Japan Wrestlern, die landen auf New Japan World, also
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber Keith Lee gegen Tomohiro Ishii soll ja relativ gut gewesen sein. Das könnte man sich unter anderem dort auch anschauen, wenn man nicht zufällig beim Streaming-Service von Revolution Pro angemeldet ist. Aber das halt nochmal so zu zeigen, dass New Japan gerne auch ihre Partner-Promotion so eine etwas größere Plattform bietet. CML ist nur regional bedingt. Ja, mein... Das ist eigentlich auch nicht ziemlich Quatsch, vor dem Hintergrund, dass die Shows eigentlich auf YouTube veröffentlicht werden. Ja, irgendwie sowas war was, ich glaube Live-Shows oder irgendwie, keine Ahnung, ich beschäftige mich nicht so sehr mit dem CMLL-Geschehen, deswegen mit Vorsicht meine Aussagen zu genießen. Ich habe es auch noch nicht getestet, muss ich sagen, aber möglich ist es natürlich, definitiv. Okay, genau, Preview-Hammer würde ich behaupten, könnte man eigentlich loslegen, oder? Genau. Ja, wie gesagt, ab 8 Uhr beginnt die Show mit einer Pre-Show und auch bei New Japan gibt's ein Pre-Show-Match und mittlerweile fast schon traditionell, naja, seit ein paar Jahren zumindest, gibt's da den New Japan Rumble, eine Battle Royale, mit sehr, sehr vielen Überraschungsteilnehmern, für die eigentlich vorneweg kaum Wrestler angekündigt werden. Setzt sich aber meistens aus den Leuten zusammen, die keinen Platz auf der Weltkarte bekommen haben. Sind eben halt ein paar Underkader, aber eben halt auch vor allen Dingen ein paar Young Lions, also ein paar junge Wrestler, die jetzt gerade ins Hauptroster eingebaut werden. Plus jede Menge Legenden und ab und zu mal Gastauftritte. In den letzten beiden Jahren war zum Beispiel Cheeseburger von Ring of Honor mit dabei. Und eben halt wirklich ein paar ganz, ganz, ganz alte Legenden, also durchaus jenseits der 60, die sich da nochmal die Ehre geben. Match ist meistens, wie drückt man das jetzt nett aus? Also wrestlerisch sollte man da nicht allzu viel erwarten. Eigentlich meistens ist das, oder? Sag ich da ja, was Falsches? Eigentlich ist es meistens kacke. Ja, also je nachdem, welche Wrestler da waren. Man kann auch nicht sagen, wir sind so genau 15 Leute oder so, weil zum Beispiel bei Wrestle Kingdom 10, wo es, glaube ich, das erste Mal den New Japan Rumble gab, waren es 18 Leute, letztes Jahr waren es 14 und letztes Jahr hatten wir Talente wie Billy Gunn, wie noch Scott Norton und Bone Soldier unter anderem in dem Match drin. Ja, es gibt Eliminierung über Seil, man kann gepinnt werden, man kann aufgeben, man kann auch DQs aussprechen, da zum Beispiel der Great Kabuki, der 2015 war, glaube ich, Wrestle Kingdom 10, nicht das, in 2016, so rum, aber Wrestle Kingdom 10, der ist rausgeflogen via DQ. Manche Leute werden einfach so schnell gepinnt, obwohl man das gar nicht mitkriegt. Also da legen sich auch mal schnell 5, 6 Leute auf einen drauf zum Cover. Ist ein reines Durcheinander. Wrestlerisch ist das mit Abstand das schlechteste Match auf der Card, kann man davon ausgehen. Ja, also erwartet da eher so ein bisschen so kleine Überraschungsgags. Die japanischen Fans freuen sich dann immer, wenn sie irgendwelche Legenden sehen. Ja, wir westlichen Zuschauer, die können eher Leute sehen, zum Beispiel wie Cheeseburger, halt solche Namen, die man kennt, die ein bisschen Spaß reinbringen, aber großartig viel ist da jetzt nicht zu erwarten. Wissen wir denn schon, was wer dabei sein wird? New Japan hat sich in diesem Jahr sehr zurückgehalten, was die Namen angeht. Letztes Jahr oder in den Jahren, bei den Jahren davor wusste man zum Beispiel Kojima, Nagata, Yushin Thunder Liger, Tiger Mask, halt die älteren Veteranen, die auch die kleineren Shows meist im Opener vertreten sind. Die sind da meistens dabei, dann je nachdem vielleicht ein, zwei Young Lions und ansonsten zum Beispiel Gedo oder Yado, wenn sie nichts zu tun haben, bucken sie sich mal da rein. dann halt ein, zwei, drei Legenden. Letztes Jahr war ja groß angekündigt schon von Dave Meltzer, dass Scott Norton sein Wrestling-Comeback feiert bei New Japan. Letztendlich war er auch beim Rumble dabei. Da war auch zum Beispiel Michael Elgin drin.
Der hat auch das ganze letztes Jahr dieses Jahr gewonnen bei Wrestle Kingdom 11. Der Sieg bedeutet jetzt nicht so viel. Vielleicht einmal innerlichen Ruhm. Ich habe ein Match bei Wrestle Kingdom gewonnen. Aber ja, New Japan dieses Jahr keine Namen verkündet, aber man kann halt denken, Yoshihashi zum Beispiel ohne Match, der ist ein heißer Anwärter, vielleicht sogar auf den Sieg. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kazuya Kitamura, der Sieger des diesjährigen Young Lions Cup, dass der vielleicht auch in dem Rumble drin sein wird. Er hat ja angekündigt, nächstes Jahr geht er auf Exkursion nach Amerika. Mal gucken, ob er halt nochmal einen großen Sieg geschenkt kriegt, bevor man dann seine übliche Abschiedstour macht. Aber halt, die Young Lions in diesem Jahr sind heiße Anwärter, statt ein paar ältere Leute mal den Spot bei WK zu kriegen. Ja, ich denke auch, ja, Liger wird sicherlich dabei sein. Yoshin Liger, der steht ja, glaube ich, nicht auf der Karte. Nee. Er guckt, nee, tut er nicht. Dann sicherlich Tenzan und Kojima, darf man mit Sicherheit davon ausgehen. Also eigentlich die Namen, die eigentlich sonst doch El Desperado und so weiter wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch die restlichen Mitglieder von Suzuki-Gun zum Beispiel, da fehlen ja durchaus noch ein paar. Vielleicht auch, wie heißt du denn, der ehemalige Captain New Japan? Bone Soldier. Da sieht's eher schlecht aus, denn am 1. März 2017 hat er kein Profil mehr auf der Website von New Japan. Bedeutet, Captain New Japan oder auch bei Bullet Club bekannt als Bone Soldier ist wohl nicht mehr länger bei der Company da. Ha, naja, sagen wir mal so. Damit hätte man sich zumindest des schlechtesten Wrestlers, der diesen Roster rumlief und niemand wusste warum, entledigt. Richtig. Eigentlich eher überfällig, wenn man jetzt mal. Also man gönnt ja niemanden, dass er entlassen wird, aber mit was der sich genau seinen Spot verdient hatte, erschließt sich mir bis heute nicht. Ja, theoretisch auch Ghetto und Jado könnten theoretisch auch mit dabei sein. Stehen auch nicht auf der Card. Soll heißen, 20 Leute sollte man locker voll bekommen. Wahrscheinlich schon ohne die ganz großen Überraschungen. Vielleicht ja auch The Great Kabuki. Der hat ja, glaube ich, seine Karriere jetzt beendet eigentlich. Ne? Ich glaube, jetzt erst vor ein paar Tagen, im Dezember irgendwann. Da war ihm halt die Frage, warum er die Abschlussshow irgendwie schon ein paar Tage eher macht und nicht nochmal beim Rumble antritt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht nochmal, dass die große Abschiedsshow war und der dann doch nochmal im Tokyo Dome vielleicht einen Auftritt absolviert, man weiß es nicht. So ähnlich wie Atsushi Unita, auch jemand, der Deathmatch-Legende in Japan ist, der jetzt, glaube ich, nach dem 7. Ankündigen seine Karriere zu beenden, endgültig wohl seine Karriere aufgegeben hat, ist aber, er hat gedacht, er denkt sich eine neue Rolle aus, er ist jetzt Special Referee in Deathmatches und zeigt einfach mal einen Piledriver gegen einen Gegner durch den Tisch, also er ist so semi zurückgetreten, sagen wir es mal so, mal sehen, ob Unita nicht noch die 10 voll kriegt. Man muss ja auch sagen, bei Unita, der ist über 60, aber der ist eigentlich auch noch fit. Also vergleich den mal mit einem Hulk Hogan. Also das ist ein Deathmatch-Wrestler, der ist mit über 60 noch fit und der hat, glaube ich, in seiner Karriere ein bisschen mehr gezahlt als Hulk Hogan und Hulk Hogan ist komplett fertig körperlich. Ich glaube, an dem ist ja Hals abwärts nichts mehr echt gefühlt. Mittlerweile. Also von daher kann man schon sehen, wie unterschiedlich das manchmal ist. Ja, Bonita würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass der da auftritt, aber weiß ich nicht. Hatte der jemals ein Match für New Japan? Ja, ich glaube, der war schon mal mehrmals bei New Japan, aber ich glaube, der hat sogar gegen Great Muta hatte, der glaube ich sogar ein Match bei Wrestle Kingdom. Eben fix geschaut, ist schon länger her, dass er bei New Japan war. Um die 1999-2000 war 2000 ein Match, 1999 4, aber immerhin war er mal bei New Japan. Ja, immerhin. Ja, am meisten verwunderlich finde ich eigentlich tatsächlich noch, dass Yoshihashi so gar kein Match auf der Karte bekommen hat. Ja, also bei ihm kann man wirklich sagen, auch wenn man sich die Entwicklung im letzten Jahr sich anschaut, Yoshihashi hat ja den Push im Climax, hat ja wirklich alles gezeigt und hat auch mal bewiesen, er kann aus dem Schatten von dem großen Okada mal austreten,
Aber in diesem Jahr ist es genau das Gegenteil wieder. Sein Climax war jetzt nicht so gut. Ja, und deswegen denke ich mal, selbst wenn es nicht im Six-Man Tag Team Match, in einem Gauntlet Match für die Never Openweight Six-Man Tag Team Championship reicht, wird es wohl leider die Pre-Show sein. Ja, ist irgendwie anzunehmen. Steht denn Makabe auf der Karte? Auch nicht, Ja, oder? der ist Ach in dem doch, Gauntlet. doch. Er sieht gerade hier zusammen mit Takushi und Robinson. Okay, so viel erstmal zum Pre-Show-Match, denke ich. Habe ich alles Ja, gesagt, da was richtig ist. ist. Pre-Show-Match kann man sich so vorstellen, wenn man so irgendwann sich morgens aus dem Bett gewälzt hat am Freitagmorgen und nicht arbeiten muss an dem Tag oder sich vielleicht Urlaub genommen hat, ist so ab 8 Uhr, wenn das losgeht, kann man sich dann so langsam sein Brötchen reinwürgen und den dritten Kaffee trinken und nebenbei läuft irgendwie dieser New Japan Rumble. Quasi, um sich vielleicht eher audiomäßig drauf einzustimmen, aber ich glaube, zumindest ging es mir immer meistens so, wenn ich live geguckt habe, dass es eher so ein bisschen nebenbei lief, als dass ich dort irgendwie interessehalber hingeguckt Ja. habe. War auch meistens besser so. Also wirklich, es ist wrestlerisch wirklich nicht, oft nicht schön anzuschauen. Es hat ein paar nette Spots meistens mit dabei, aber man verpasst jetzt auch nichts, wenn man sich das schenkt. Also eigentlich ein Pre-Show-Match. Genau. So zusammenfassen möchte. So. Dann gehen wir in die Main Card, würde ich sagen. Auch sehr schön bei New Japan, dass man eigentlich vorher die Reihenfolge schon weiß. Schlecht für die Tippspielmacher, Ja. gut für uns. Dementsprechend können wir nämlich gleich vom Opener zum Main Event der Reihe nach durchgehen. Ja, wie ich glaube in den letzten Jahren auch schon ab und an, zumindest gefühlt, im Opener die Junior Heavyweight Tag Team Titel. Und wie auch gefühlt fast jedes Jahr sind die Young Bucks mit dabei. Die werden nämlich im Opener die aktuellen Champions Roppongi 3K, Sho und Yo, Yohai Komatsu und Sho Tanaka früher mal herausfordern. Ja, positiv ist für mich schon mal, dass es jetzt nicht wieder, was ja wahrscheinlich auch durchaus daran liegt, dass Red Dragon und Roppongi Vice jetzt nicht mehr da sind, dass man nicht wieder irgendwie ein Multi-Man-Take-Team-Match hat, wie in den letzten Jahren, die zwar eigentlich immer wrestlerisch gut waren, aber man hat es dann halt auch öfters schon durchaus dann langsam mal gesehen, diese Paarung. Matches mit den Young Bucks freue ich mich eigentlich immer drüber. Zumindest für mich ist die Paarung gegen Roppongi 3K noch sehr, sehr frisch. Das heißt, ich bin gespannt drauf, wie das Match wird. Wird sicherlich einige oder wieder sehr schöne Spots geben. Die Bucks werden alle ihr Trademark-Manöver auspacken. Diesmal aber wahrscheinlich ein bisschen besser verpackt, als man das vielleicht üblicherweise von ihnen kennt. Also tatsächlich mal in sowas wie eine Match-Story bei New Japan. Ja, Sho und Jo. So richtig warm bin ich mit ihnen noch nicht. Mal gucken, ob sich das dann bei Wrestle Kingdom ändert. Ich würde aber nicht mal unbedingt einen Titelwechsel ausschließen. Ich glaube, Julian hat das mal gesagt, Zack Attack hat das mal gesagt, wenn die Young Bucks irgendwie um den Titel antreten, sollte man damit rechnen, dass sie den Titel auch gewinnen. Und deshalb gehe ich fast mal davon aus, dass die Bucks, wobei, naja, man weiß es jetzt nicht genau, weil Roppongi 3K haben eben halt auch vom Start weg, die sind ja erst im letzten Drittel, will ich nicht sagen, aber in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gestartet, diesen Jahres gestartet, in dem Fall eher. Oder 2017, keine Ahnung, wann wir das hier veröffentlichen, ob Oktober. schon 2018 ist oder nicht. Okay, da warst sogar im letzten Drittel. Und durften eigentlich von daher eigentlich durchaus, möchte man so sagen, durchaus die Division dominieren. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob das diesmal mit den Bucks klappt, aber man sollte es zumindest nicht ganz ausschließen. Genau. Ja, Roppongi 3K haben ja den Push gekriegt nach ihrer Rückkehr von der Exkursion aus Mexiko und von Ring of Honor. Bei King of Pro Wrestling Debüt mit dem neuen Gimmick gehabt, direkt den Titel gewonnen von Ricochet und Ryosuke Taguchi und durften als Champions direkt auch das Super Junior Tag Tournament in diesem Jahr gewinnen. Das heißt, von den Tag Teams zumindest haben sie alle schon gewonnen und das innerhalb von nur 2 Monaten. Dementsprechend glaube ich auch, dass Roppongi 3K eine gewisse Vertrauen auch von den Verantwortlichen kriegen rund um Gedo, der Booker,
Der vertraut denen, der glaubt auch, dass die beiden die Division tragen können. Vor allem Sho ist ja derjenige, der mir bei den Matches stets mehr gefällt als Jo. Dadurch auch bedingt, dass er, ich glaube, einen Roll-Through Deadlift German Suplex zeigt. Das ist sehr beeindruckend, zumindest auch, was er im Ring zeigt und auch so ein bisschen Kyle O'Reilly-mäßig mit dem MMA-Hintergrund. Der hat ja am 27. Mai sollte er einen MMA-Fight bestreiten, das musste aber dann abgebrochen werden, weil der Gegner vergessen hat, das Gewicht zu schaffen. Dementsprechend er halt so ein bisschen der MMA-lastigere Typ und Jo halt der Basis-Wrestler sozusagen in Anführungsstrichen. Ich denke, das Match wird sehr gut werden, weil beide Teams halt entsprechend auch im Ring sehr gut sind. Ich glaube, bei Ring of Honor gab es mal die Tempura Boys, also Sho und Jo bei Ring of Honor noch mit Coast to Coast gegen die Young Bucks in einem Three-Way Tornado Match. Das war wirklich gut für die Kürze, die sie gekriegt haben. Ich glaube nur 4, 5 Minuten oder so. War schon sehr gut. Deswegen glaube ich, dass wir hier die doppelte Matchzeit haben, wenn nicht sogar noch länger. Ich würde sagen, dass Roppongi 3K gewinnt, weil man einfach dadurch sie dann nochmal etablieren kann. Ja, wie gesagt, wäre auch mein Punkt grundsätzlich, der für die beiden spricht. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt die Young Bucks besiegen, wen haben sie da noch? Muss Ja. man ja schon fast so rangehen. Ja, das ist halt das Problem bei New Japan in der Tag Team Division, vor allem in der Junior-Szene. Da sind jetzt nicht so viele da. Und dadurch, dass man auch Trent Barretta jetzt hochgezogen hat in die Heavyweights, ist ja Roppongi Vice aufgelöst worden. Rocky Romero ist ja von denen der Manager mit dem Wolken, sage ich schon, mit dem Nebelwerfer, den er ständig die ganze Zeit versprüht. Ja, man könnte halt sagen, Liger und Tiger Mask könnte man als Übergang bringen. Man hätte noch Suzuki Gunn, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado und Takami Hinoko. Das wären zum Beispiel vier Juniors noch. Der Bullet Club, das sind Young Bucks, sind ja zwei Young Lions von den Juniors. Ja, es ist nicht relativ viele Leute da. Man holt auch nicht jetzt mal Teams aus anderen Promotions raus, um mal gegen die Stellen zu stellen. Also zum Wohle der Division wäre es wohl besser, wenn die Young Bucks tatsächlich gewinnen würden, aber ich persönlich wünsche mir eher, dass man den Titel mal ein bisschen länger halten kann. Aber mal sehen. Ja, wie gesagt, bei den Junior Heavyweights muss man eben halt auch immer mit dem Titelwechsel rechnen. Die Titel wechseln auch relativ oft. Wäre eigentlich eine super Überleitung zum zweiten Match. Genau. Schön. Lassen wir uns überraschen. Er wird auch sicherlich auf jeden Fall ein guter Opener. Bin ich schon gespannt drauf. Apropos Titelwechsel oder Titel, die oft wechseln. Zweite Match auf der Card ist das Six-Man Tag Team Gauntlet Match um die Never Open Weight Six-Man Tag Team Championship. Amtierende Titelträger sind, falls irgendjemand mittlerweile Überblick verloren hat, immer noch der Bullet Club. Die treten an, Reihenfolge lege ich mich jetzt mal nicht drauf fest, aber gegen Ishii, Yano und Barretta, die Chaos vertreten, gegen Zack Sabre Jr., Miyuzuka und Taichi, die Suzuki Gunn vertreten, gegen Makabe, Riisuke Taguchi und Juice Robinson und gegen Michael Elgin und War Machine, Ray Rowe und Hansen. Ja, ich denke mal, es wird wieder so ein 12, 13, 14 Minuten Match werden. Die Matches an sich werden dann wahrscheinlich wieder alle so 2 Minuten dauern, bis auf das letzte Match, wie auch immer das dann aussehen wird, was ein bisschen mehr Zeit bekommen wird. Ist von der Besetzung, ich bin mir unschlüssig. Also es gibt Paarungen, die da drin sind, die möglich wären, die gut werden könnten. Und es gibt Paarungen, die ein riesengroßer Autounfall werden können. Ja, also ich weiß, worauf du hinausläufst. Zum Beispiel Suzuki Gunn mit vielen Eingriffen, das wird wahrscheinlich ein bisschen in die Richtung Autounfall gehen. Vor allem gegen den Bullet Club mit Fale, Tamatonga und Tangaloa, die den Titel ja aber auch erst seit dem 17. Dezember haben. Vorher Was? hat.
Ja, du hast gar nicht mitgekriegt, dass Los Ingobernables de Japón, Bushi, Evil und Sanada haben den Titel 228 Tage gehalten. Also das Dezember. Ach, jetzt, ich weiß warum. Ja, ich bin bescheuert. Weil die ROH Six-Man Tag Team Titel haben. Genau. Ich hatte im Hintergrund, dass die bei den ROH Shows ja um die Six-Man Tag Team Titel angetreten sind. Das waren ja aber die Ring of Honor Tag Team Titel, die sie da unter Freebird Rules verteidigt haben. Richtig. Und nicht die Never Open Weight Titel. Okay, ich nehme alles zurück, dann hat der Titel zuletzt doch nicht so oft gewechselt. Ja, nach einer längeren Zeit mal wieder, aber auch nicht schlimm. Ja, also gut werden könnte die Konstellation Elgin War Machine gegen das Chaos-Trio, weil Ishii wird mit Rove und Hansen gutes Match zeigen, zumindest gute Szenen, auch Elgin. Vor allem dieses Team, Elgin und War Machine mit der ganzen Geschichte, Michael Elgin und Jeff Cobb, der ja auf Twitter in privaten Nachrichten geschrieben hat, weil ein Fan gefragt hat, ob Jeff Cobb gut riecht und Elgin gesagt hat, nee, der hat ein Essen mit Sponsoren gesprengt. Cobb hängt die ganze Zeit mit War Machine ab, obwohl ich mit Kenny Omega der Top Gaijin, also Ausländer, hier bin. Wir beide sind die Anführer und alle müssen uns quasi um Rat fragen, und Elgin lederte gegen Jeff Cobb durch und hat auch halt War Machine so ein bisschen mit einbegriffen, und deswegen kam auch dann bei Jeff Cobb immer der Hashtag Hanging with War Machine dazu. Der sich quasi daraus einen Spaß gemacht hat, immer mit den War Machine abzuhängen. Deswegen wird das eine relativ interessante Kombination werden. Jeff Cobb überrascht mich, dass er nicht dabei ist, aber er soll ja im Laufe von 2018 wiederkommen zu New Japan. Also Jeff Cobb wird wohl bald auch irgendwann mal wieder bei New Japan vertreten sein. Ja, Makabe gegen War Machine könnte auch gut werden. Hat ja Taguchi und Juice Robinson an der Seite. Das ist auch so ein Trio, wo es gute Matches gibt. Aber die Champions Fale und Tama Tonga Tangaloa, die werden zum Glück erst als letztes Team antreten. Das war zumindest im letzten Jahr so. Hoffentlich dann im Finale gegen Makabe, Taguchi und Juice Robinson. Das wäre zumindest wrestlerischen ein bisschen ansehnlicher als manche andere Konstellation. Aber ich denke, der Bullet Club gewinnt hier, verteidigt die Titel, und mal sehen, wie es damit weitergeht. Ja, bin ich mir bei dem Titel auch nie so wirklich sicher, ähnlich wie bei den Junior Tag Team Titles, weil habe jetzt gerade nochmal geguckt, abgesehen davon, dass eben Bushi, Evil und Sanada den Titel im Mai gewonnen haben, zuvor ist der Titel also zwischen Januar 2016, wo er eingeführt wurde, bis Mai 2017 13 Mal gewechselt. Ja. Und davon, also alleine letztes Jahr, zwischen Januar, 4. Januar, 5. Januar, 11. Februar, 4. April, 3. Mai, merkt man schon, die Titel wechseln fröhlich hin und her. Und dementsprechend würde ich jetzt auch gar nicht ausschließen, dass man den Titel jetzt mal so, keine Ahnung, entweder mal Ishii, Yano und Beretta oder auch Sable Junior, Yuzuka und Taishi gibt. Oder auch theoretisch auch Makabe, Taguchi und Juice Robinson. Wie gesagt, Elgin und War Machine kann man wohl ausschließen, weil War Machine dann, naja, selbst die kann man nicht ausschließen. Letztes Jahr haben auch, Nakanishi, Taguchi und Tanahashi den Titel gewonnen, irgendwie bei New Year's Dash. Genau, also Bushi, Evil und Sanada haben den Titel beim Tokyo Dome gewonnen, bei Wrestle Kingdom 12. Und einen Tag später haben sie den Titel an Tanahashi, Nakanishi und Taguchi verloren. So heißt es, das wäre ja theoretisch möglich mit War Machine und Elgin, denn War Machine werden ja am Tag danach, am 5. April, kommen wir vielleicht da nochmal drauf, was sie mit diesen New Year Dash Wins, was es auf sich hat, kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf, nochmal antreten. So heißt es, theoretisch könnte der Titel dann wieder zurückwechseln. Ich freue mich ja jetzt schon irgendwie drauf, wenn Toru Yano und Takashi Yuzuka vielleicht zusammen im Ring stehen. Ehemaliges Tag-Team, der eine ist gegen den anderen geturnt. Also da haben sie so ein bisschen Vergangenheit, die beiden miteinander. Ja, die haben noch mehr Gemeinsamkeiten. Dass sie schlecht im Ring sind? Yano ist halt immer so ein bisschen relativ, was schlecht im Ring ist. Also ich finde seine Comedy übertüncht jegliche Ernsthaftigkeit, die ich irgendwie, also es ist einfach für mein Dafürhalten too much. Comedy in Matches ist okay,
Auch Comedy-Charaktere sind okay. Aber wenn jemand wie Jano im Grunde gar nichts anderes zeigt und eigentlich in jedem Match oder in keinem Match irgendwas anderes zeigt, ist es irgendwann zu viel. Also das kann eigentlich bei New Japan eigentlich nur noch übertroffen werden durch Iizuka, der im Grunde, ich weiß nicht genau, was der kann. Es ist an sich jetzt nicht viel. Und ja, ich habe davon noch nichts gesehen. Das stimmt. Also zumindest in den späteren Jahren, weil ich sehe gerade, die Tokyo Sports haben ihm 2000 den Preis für den besten Techniker gegeben. Ich glaube, bei dem, ich hatte sowas auch schon mal gehört, dass es bei dem irgendwann mal einen Schnitt gab. Ich weiß gar nicht, was, glaube sogar wegen der Verletzung oder so. Und danach hat er seinen Stil umgestellt und dann kam halt nichts mehr. Ich meine, bis auf eine gewisse Art und Weise kommt er ja durch damit. Ne? Also er ist bis zu einem gewissen Grad ober und in dem Sinne macht er ja nichts. Außer jedenfalls sich disqualifizieren zu lassen. Was ihn ja auch wieder mit Toriano ein bisschen verbindet. Das ist bei dem dann die loblos sind. Ja, auch hier sollte man keinen Leckerbissen erwarten. Aber zumindest ist der Sieger ist einigermaßen überraschend. Kann lieber sein, ist Fallet und dessen, was ist das? Ach hier, nee, der Cousin, Bruder von Tangaloa und Tama Tonga ist auch nicht dabei, ne? Leo so New Japan. Nee, der ist aber auch so ein Kandidat für den New Japan Rumble. Ja, genau. ich muss bis heute noch immer grinsen, wenn ich höre, dass Bad Luck Fallet sein Trainer ist. Ja, und er ist größer als Fallet, also das ist auch so ein bisschen. Ja, man muss auch dazu sagen, bei Fallet wirkt immer nur so groß, weil der halt bei New Japan ist. Ja, ja. Das. Also so groß ist Fallet jetzt am Ende des Tages gar nicht. Ich glaube, das hast du dann auch gesehen. Wenn du den zum Beispiel sehen würdest mit Billy Gunn im Ring, würdest du sehen, die sind fast gleich groß. Ich glaube, der ist knapp über 1,90 oder so. Er wirkt halt nur so riesig. Ist er für Wrestling-Verhältnisse oder zumindest für westliche Verhältnisse am Ende des Tages gar nicht. Und ich glaube, der andere, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist, wie hieß er? Leo Tonga. Leo Tonga, meine Fresse, genau. Der ist dann schon doch über 2 Meter. Deutlich über 2 Meter, glaube ich, genau. Ja, also ich habe mal eben nachgeschaut, Fallet ist 1,93, wird zumindest angekündigt als 1,93, deswegen immer mit Vorsicht. Und Billy Gunn angekündigt mit 1,96. Ja, siehst du, hallo? Ja. Zieh dir das mal rein. Hast du jemals bei Billy Gunn gedacht, gerade zu, wenn du früher gesehen hast, dass Billy Gunn ein tierischer Riese ist? Nee. Ja, hattest du nie auf dem Schirm? Der war eigentlich eher sogar einer der normalen, um zu sagen, der kleineren, weil der halt, keine Ahnung, mit Leuten wie Kane und Undertaker und Co. im Ring stehst, wirkst du halt jetzt nicht unbedingt wie der absolute Riese. Aber tatsächlich ist er nämlich ein ziemlicher Hühner. Und da wirkt nämlich dann Bad Luck Fallet dann irgendwie dann doch gar nicht mehr so groß. Ja, ich habe mal eben nachgeschaut wegen Iizuka. Der hat im Jahr 2001 im Juni eine Gehirnerschütterung erlitten und hat erst am 6. Oktober 2002 seine Karriere fortgeführt. Also ein Jahr Pause, dementsprechend auch den Stil wahrscheinlich ein bisschen geändert und deswegen so wie er jetzt ist, halt mit den ganzen neuen Gimmicks etc. Ja, wissen wir da auch Bescheid. Ja, denke, also du tippst auf einen Titelwechsel. Ich bin mir einfach nicht sicher. Also es ist alles drin, sag mal einfach mal so. Also theoretisch könnte hier jeder den Titel gewinnen, einfach aufgrund der Vergangenheit des Titels. Ja, ich hoffe auf eine längere Regentschaft vom Bullet Club, einfach weil es dem Titel mal ein bisschen gut tun würde, nicht den Spitznamen haben, zu haben, heiße Kartoffel, weil bis auf LRJs letzte Regentschaft war das ja wirklich... Keiner hat, glaube ich, länger als 70 Tage gehabt in den letzten Monaten. Deswegen. Ja, aber bringen wir es auf den Punkt. Ich glaube, wir haben das auch schon öfters in diesen Previews gesagt. Der Titel ist flüssiger als flüssig. Ja, das ist... Nämlich überflüssig. Ja, unnötig. Auch das habe ich, glaube ich, schon mehrmals erwähnt. Für mein Dafürhalten hätte ich das aufgrund auch vielleicht, um die Zusammenarbeit zu stärken. Es ist ja jetzt nicht so, dass diese die Trios-Title in Mexiko bei CMML gefühlt jede Woche oder jeden Monat verteidigt werden. Warum hat man sich nicht überlegt, gerade weil Ring of Honor dann auch Six-Man-Tag-Team-Titel eingeführt hat, einfach im Grunde für alle drei Promotions von mir aus diese CMLL-Titel zu nutzen, die in Mexiko, wie gesagt, ohnehin nur aller Schüssel lang verteilt werden. Ich meine, ja, okay, da hat man wahrscheinlich was CML was dagegen. Die wollen wahrscheinlich ihre Champions gerne immer bei sich haben und die auch dann nicht wegschicken, aber ich hätte das irgendwie besser gefunden, wenn die Promotions irgendwie auf einen dieser Trios-Titel gesetzt hätten, den vielleicht dann auch weltweit verteidigt hätten. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen besser geworden, als das braucht hier echt kein Mensch.
Also es ist genau wie bei Ring of Honor. Die Titel haben null Prestige. Den Titel zu halten bedeutet nichts und es verwässert einfach für mein Dafürhalten nur den Begriff Champion irgendwie. Genau. Ich habe mal eben fix geschaut. Die CMLL World Trios Titel wurden zuletzt werden gehalten von Mystico, Valiente und Volador ja. Junior. Die haben den Titel am 13.02.2015 gewonnen. Letzte Titelverteidigung war vor fast einem Dreivierteljahr. Dann haben sie noch eine noch einen Trios-Titel, die haben drei Stück, den Occidente-Trios-Titel, auch Champion seit 2015. Das letzte Match war am 21.08.2016. Und ja, der letzte Titel sind die Mexican National Trios Titel. Die werden dagegen häufiger verteidigt, denn die aktuellen Champions haben den Titel erst am 25.07. gewonnen, haben zwar seitdem keine Titelverteidigung mehr gemacht, aber das war der erste Titelwechsel seit fast 2 Jahren. Also ja, man hätte es anders regeln können, man hat sich so entschieden, einen Trios Titel einzuführen. Ja, unnötig, aber was soll man machen? Ja, ich meine, auf der einen Seite ist halt, wenn Mystico, Volador Junior und Valiente in Mexiko antreten, werden die ja wahrscheinlich auch mit den Titelgürteln reinkommen. Auf der anderen Seite, in Mexiko haben Titel jetzt nicht so die ganz große Bedeutung. Es hätte jetzt nichts dagegen gesprochen, wenn man die Titel eben halt zu irgendwelchen japanischen Team oder ein Ring of Honor Team wechseln lässt und die mit den Titel antreten lässt und diesen Talenteaustausch ein bisschen mehr forciert. Ist auf gut Deutsch, wenn man für den Tokyo-Turm die Titel braucht, na, dann lässt man sie halt mal in irgendwelche New Japan Team wechseln bei irgendeiner Show, wenn sie in Mexiko wieder gebraucht werden. Andersrum, Ring of Honor braucht die Titel im Grunde gar nicht, außer vielleicht mal wirklich mal um ein Team, um die Titel antreten zu lassen. Und man hätte eben halt sagen können, es ist ein Titel, den es seit 26 oder 27 Jahren gibt und der hat ein bisschen Prestige, auch wenn er in Mexiko an sich nicht so viel bedeutet, anstatt irgendwie wirklich aus der Not heraus irgendwie selber so Titel zu erschaffen, für die sich dann auch kein Mensch interessiert. Ja, wie gesagt, also wir hatten das Thema, ich glaube, schon mehrmals. Ja. Kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern, letztes Jahr bei Wrestle Kingdom, bei der ja. Immer wieder aufs Neue. Das wird sich auch nie ändern, glaube ich. Okay, lassen wir das. Genau. Titel ist aber auch ein gutes Stichwort, und zwar das dritte Match auf der Card sollte eigentlich um einen Titel gehen, um genau zu sein, um die Ring of Honor World Championship. Cody Rhodes gegen Kota Ibushi. Ja, während Jens kurzzeitig mal weg ist, versuche ich es eben zu sagen, ja, eigentlich sollte es um die Ring of Honor zwischen Cody Rhodes und Kota Ibushi. Und Cody Rhodes hat den Titel bei Final Battle gegen niemand geringer als Dalton Castle verloren. Dementsprechend hat New Japan das Match geändert von einem Titelmatch zu einem Special Singles Match. Ja, die beiden haben so ein bisschen eine kleine Rivalität, beziehungsweise man hat was angedeutet, nämlich Backstage nach seiner Niederlage gegen Tanahashi bei Power Struggle wurde Ibushi von Cody Rhodes begrüßt, der ihm quasi ein bisschen ein paar Worte gesagt hat und ihm quasi ausgewählt hat, als Gegner für Wrestle Kingdom zu fungieren. Ja, die hatten ein Tag-Team-Match gegeneinander beim World Tag League-Finale dieses Jahr. Und das Team von Cody Rhodes und Marty Scurll haben gegen Ibushi und ich glaube, das war Kushida, gewonnen. Rhodes verpasste Ibushi den Crossroads auf der Rampe. Das war ein relativ harter Move. Ja, vor dem Match, also bevor Rhodes den Titel verloren hat, hätte ich hier klar gesagt, Cody Rhodes gewinnt den Titel, weil es einfach klar, beziehungsweise verteidigt und gewinnt, weil es einfach logisch ist, dass der Titel garantiert nicht bei Ring of Honor in den Händen von einem New Japan Wrestler ist, beziehungsweise Ibushi ist ja auch niemand, der sich jetzt festgebunden hat an eine Promotion, der möchte quasi sein eigenes Ding durchziehen, taucht hier und da mal auf, hat letztens in einem Interview angekündigt, er möchte aber mehr für New Japan antreten, wenn es ihm die Chance gibt und dementsprechend ist er jetzt halt bei Wrestle Kingdom. Ja, jetzt dadurch, dass ein Titel nicht auf dem Spiel steht, stehen die Chancen halt höher für Ibushi den Sieg zu holen und wenn man
längerfristig denken wird, auch wenn man natürlich andeuten kann, Bullet Club, Fehde, Cody Rhodes gegen Kenny Omega. Man hat schon beim G1 Climax Finale Backstage gab es das Treffen der ehemaligen Tag Team Partner Ibushi und Omega. Und ich persönlich denke, spätestens bei den US-Shows gibt es das Duell Ibushi gegen Omega, weil es schreit einfach danach und man hat es auch so ein bisschen schon angedeutet und man möchte es, glaube ich, leise und relativ langsam aufbauen und dementsprechend wäre ein Sieg von Ibushi besser. Ja, bin ich gut zu hören? Ja. Ja. Okay. Grundsätzlich, ich verstehe schon alle Leute, die sagen, dass sie hoffen, dass Cody Rhodes hier nicht unbedingt gegen Kota Ibushi gewinnt. Wobei ich da zumindest für einen Teil auch eine kontroverse Meinung vielleicht vertrete, in der ich sage, die Tatsache, dass Ibushi sich im Grunde an keine Promotion festbindet, ne, legitimiert auch für mich irgendwie durchaus einen Sieg von Cody Rhodes, um ehrlich zu sein. Wenn man es jetzt genau nimmt, Cody Rhodes ist trotz allem, ob man ihn mag oder nicht, das legitime Aushängeschild von Ring of Honor im Moment. Ich glaube, den Titel an Dalton Castle hat er vielleicht auch nur verloren, um jetzt erstmal eine große Rivalität mit Castle weiterzuführen. Und dementsprechend muss man auch Rhodes da einen gewissen Status zuerkennen, der meiner Meinung nach bei Ibushi irgendwie bis zum gewissen Teil fehlt, solange er, wie gesagt, eigentlich immer nur sporadisch da ist. Also er ist ja eigentlich tatsächlich, egal ob jetzt bei New Japan oder Ring of Honor etc. pp., eigentlich nur, wirklich auch nur das, was man einen Teilzeit-Wrestler für die Promotion nennen kann. Deshalb ist für mich ein Sieg von Ibushi auch gar nicht unbedingt zu 100% sicher. Aufgrund dessen, dass es jetzt natürlich nicht um den Titel geht, ist die Chance natürlich stark gestiegen. Hast du ja auch schon gesagt, warum. Weil man eigentlich für Ibushi doch erst im nächsten Jahr noch ein großes Match gegen Omega in der Hinterhand hat, was es hoffentlich geben wird. Aber wie gesagt, so ganz ausschließen würde ich einen Sieg von Cody Rhodes nicht. Denn egal, was man von ihm wrestlerisch hält, Fakt ist, er hat sich in den letzten Jahren durchaus zu einem der begehrtesten und wahrscheinlich auch wichtigsten Wrestler bei Ring of Honor und der Independence entwickelt. Und das kannst du halt nicht wegreden. Das ist nun mal so. Ja. Von daher, ja, wrestlerisch, ich denke, wird es gut werden. Nicht herausragend, aber gut. Weil es sicherlich auch schwer sein dürfte, mit Ibushi ein schlechtes Match zu zeigen. Das gilt auch für Cody, dem es ja, was wahrscheinlich das größte Kritikpunkt an ihm ist, dass er überhaupt gar keine herausragende oder auch nur wirklich sehr gute Matches zeigt, sondern dass alles okay bis gut ist. Sicherlich eigentlich auch so gut wie nie ein schlechtes Match dabei ist, aber okay bis gut ist halt in der heutigen Zeit auch eher okay bis gut. Ne? Also das ist nichts tatsächlich, was heraussticht. Das bisschen glaub, wenig. Genau, das ist Codys Problem. Da er eben dann doch immer recht weit oben in den Cards normalerweise ist. Aber ich glaube, mit Ibushi wird das schon ein ordentliches Match werden. Ich vermute auch Ibushi, aber auch hier würde es mich zumindest nicht teuflisch überraschen, wenn Cody am Ende gewinnt. Ja, können wir auch gleich direkt was vorwegnehmen für das nächste Match. Sanada ist auch als Freelancer bei New Japan aktiv. Der hat auch keinen Vertrag. Dementsprechend aber Sanada ist eigentlich über das ganze Jahr hinweg immer regelmäßig da. Ja, okay. Ibushi war Anfang des Jahres unter einer Maske von einem Anime-Charakter. Also ja, okay. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, aber ich denke halt, dieses große Omega-Ibushi-Match, bevor Omega irgendwann tatsächlich zu WWE wechselt, macht's bitte vorher, weil man hat schon Nakamura gegen Okada ein bisschen zu spät. Beziehungsweise man hatte die Chance, das aufzubauen, man hat es nicht gemacht und jetzt muss man erstmal warten, bis Nakamura von der WWE zurückkehrt, beziehungsweise falls er überhaupt irgendwann wieder zu New Japan kommt, ist ja auch immer eine Frage, dass er vielleicht bei WWE bleiben möchte, je nachdem. Ich persönlich, das ist meine Meinung nur, ich wünsche mir, dass Nakamura zurückkommt, aber das ist halt nur meine Meinung. Ja, ich glaube auch, dass Ibushi gewinnt. Man darf nicht Cody Rhodes den Sieg nicht ganz ausschließen, aber ich denke eher 55-45 für Ibushi. Ja, vielleicht sogar, keine Ahnung, vielleicht sogar 70-30 oder sowas.
es ist halt der Punkt, solche Sachen sind halt auch natürlich. Ich meine, am Ende des Tages war Ibushi 2017 in mehr Matches für New Japan aktiv als Cody Rhodes. Das ist im Grunde hier auch wirklich gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass Cody Rhodes eigentlich der Mann bei Ring of Honor ist und eigentlich auch, naja, okay, War Machine, Young Bucks auf jeden Fall noch, aber ansonsten, ja, okay, es sind ein paar mit Skull, Bustlers auch noch. Aber trotz allem, Cody Rhodes eigentlich der Mann ist aus dem Ring of Honor Main Event, der hier auf der Card steht. Und ich glaube auch Ring of Honor würde das durchaus zu wertschätzen wissen, wenn man die Leute nicht unbedingt immer verschoppt. Und zumindest gegen die großen Stars nicht. Und Kota Ibushi ist halt ein großer Name. Und aber trotz allem jemanden, wo du sagen kannst, da er nicht zu diesen Top-Regulärs gehört, also auch wahrscheinlich niemand ist, den man jetzt irgendwie in nächster Zeit irgendwie den World, also den IWGP Heavyweight Title oder auch den Intercontinental Title geben würde, ne? Würde ich mal behaupten, wäre das vielleicht jemanden, dem man da am ehesten noch in die Niederlage zuführen würde. Aber so hundertprozentig klar glauben würde ich jetzt auch. Okay. Ja, weiter geht's mit den was wollte ich jetzt eigentlich sagen? IWGP Tag Team Championship. Die Killer Elite Squad, Lance Archer und Davey Boy Smith, die ehemaligen WWE Superstars, verteidigen ihren Titel gegen Sanada und Evil von den Los Ingobernables. Ja, auch hier eine positive Überraschung, dass es im Grunde ein einfaches Take-Team-Match ist, kein Multi-Take-Team-Match. Finde ich sehr, sehr positiv. Sanada und Evil haben erst im November die World Tag Team League gewonnen, haben sich damit das Titelmatch verdient von Lance Archer oder gegen Lance Archer und Davey Boy Smith. Ja, man könnte sogar sagen, die mussten erstmal OpenWay Six-Man Tag Team Title verlieren, damit sie sich nicht als Champions in dieses Match gehen. Also Sanada und Evil. Ja. Ich denke, das Match wird gut. Vielleicht auch die bestmögliche Paarung, die man im Moment noch hat. War Machine gegen Sanada und Evil hätte ich vielleicht sogar ein bisschen besser gefunden. Aber das Match wird gut, aber sicherlich auch nicht herausragend. Bin auch ein bisschen gespalten bei Lance Archer und Davey Boy Smith Jr. Die sind gut, aber so richtig vorm Hocker gerissen haben sie mich eigentlich selten, wenn ich ehrlich bin. Ja, stimme ich dir zu. Daher warten wir mal ab. Ja, aber das könnte ein gutes Match werden. ja, ich glaube, LRJ hier zumindest für den Titel wäre einfach besser, wenn er mal in neue Hände kommt, weil dadurch hast du dann auch halt neue Paarungen. Auch wenn zum Beispiel das Finale der World Tag League LRJ gegen Bullet Club war, also Tama Tonga und Tangaloa. Ja, aber du hättest dann halt ein paar neuere Konstellationen. Zum Beispiel nochmal gegen Chaos hättest du Ishii, Yano oder Goto, Yoshihashi oder auch Trent mit keine Ahnung, zum Beispiel mit Ishii als Tag Team zusammen. Du hättest halt ein paar neue Konstellationen, die halt nicht sich totgelaufen haben, wie es zum Beispiel mit KES gewesen ist, gegen Bullet Club oder gegen War Machine. Das lief ja über 3 Shows hinweg, das gleiche Match, nur einmal Tornado, einmal normal und einmal als No-DQ oder Elimination. Es wird den Titeln halt auch wirklich mal gut tun, neue Gegner, eine längere Regentschaft auch danach von LRJ, und dadurch, dass sie das Turnier gewonnen haben, ein bisschen Aufschwung und dementsprechend würde ich sagen, LRJ gewinnt den Titel. Ja, denke ich auch. Tatsächlich, wohin das dann führt, muss man abwarten. Auch hier wäre es wahrscheinlich auf Sicht durchaus besser, wenn man die Tag-Team-Divisions irgendwie zusammenlegen würde. Wurde auch schon oft diskutiert, sowas. Verschiedenen Podcasts. Weil halt die Breite einfach ein bisschen fehlt. Oder zumindest mal man relativ schnell das Gefühl hat, dass man jede Paarung schon dutzende Male gesehen hat. Aber Sanada und Evil, meiner Meinung nach, bringen hier auch ein bisschen mehr Farbe rein. Für mich auch der nächste Schritt eigentlich in den beiden, wenn man sie jetzt als Tag-Team weiterhin einsetzen möchte, wären diese Titel eigentlich der nächste Schritt, meiner Meinung nach. Bevor man die vielleicht dann doch irgendwann Richtung Singles Karriere pushen wird. Und es ist auch die richtige Bühne, meiner Meinung nach. Also hier bin ich mir eigentlich dann auch relativ sicher, dass man den beiden den Sieg geben sollte. Ja, stimme ich dir zu. Okay,
Das nächste Titelmatch, diesmal aber mit einer besonderen Stipulation, und zwar das Match um den Never Openweight Title zwischen Minoru Suzuki und Hiroki Goto. Das wird nämlich ein Herr versus Herr Match sein, und zusätzlich werden auch alle Mitglieder von Suzuki Gun und Chaos vom Ring verbannt sein. Auch dafür können wir wahrscheinlich den lieben Gott danken. Das ist in Form von Suzuki Gun. Ja, interessante Stipulation, vor allem so viel gibt es ja bei Suzuki nicht abzuschneiden. Ja. Fand tatsächlich ja, den Aufbau dahin ganz ordentlich. Suzuki hat ja auch Goto das Match verwehrt, im Hinblick, dass er sich das nicht verdient hätte. Woraufhin Goto dann sein gesagt hat, er würde seine Haare eben aufs Spiel setzen. Ich dachte, es wird dann irgendwie Title vs. Herr Match. Dachte ich auch zunächst. Doch erst angekündigt hat, dass es doch ein Herr vs. Herr Match wird. Auch hier als Match ein bisschen eine Wundertüte für mich, ähnlich wie viele der Matches, die wir jetzt heute schon besprochen haben bis hierhin, wo man nicht so richtig weiß, wird das sehr gut, wird's gut, wird's ordentlich, wird's doch eher durchschnittlich. An der Motivation wird's nicht hängen, aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Es klingt jetzt nicht nach der Mörderpaarung, weil Goto sicherlich gut ist, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man hier so ein Match auf die Matte zaubert, wie Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres im Frühling war es dann, glaube ich, zwischen Suzuki und Okada. Und deshalb müsste man mal abwarten, wie das hier läuft. Aber es ist halt schon mal ein gutes Zeichen, dass es eigentlich keine Eingriffe geben kann. Eigentlich. Und deshalb dürfte zumindest spannend werden. Also zumindest diese Herr versus Herr Stipulation, die mir irgendwie tatsächlich grundsätzlich ein bisschen mehr gibt als die Tatsache, dass es ein Titelmatch ist. Weil auch den Titel, weiß nicht, ähnlich wie den Six-Man-Titel, sehe ich jetzt nicht als so sonderlich wertvoll an. Ja, also man ist ja von dem ursprünglichen Konzept meilenweit voraus. Eigentlich sollte der Never Openweight Titel ein Titel sein für die jungen, aufstrebenden Talente. Und ja. Ich glaube, der erste Champion war Minoru Tanaka und der ist schon über 30, 40 Jahre alt. Dementsprechend hat man damit einfach mal komplett das ursprüngliche Konzept beiseite gelegt, ist dann über Ishii, Shibata und Goto die Strecke darüber gegangen, dass das halt ein Strong-Style-Match ist mit sehr vielen stiffen Aktionen. Auch Makabe gegen Ishii war ja sehr brutal, was die stiffe Aktionen geht. Und mit Suzuki hat man jetzt halt ein paar Stipulations reingebracht. Wir hatten Lumberjack, wir hatten Bullrope-Match gegen Toru Yano, was ein absoluter Autounfall gewesen ist. Ja, wäre das Match Title vs. Hair, hätte ich gesagt, okay, Goto gewinnt, fertig. Hair vs. Hair ist jetzt halt dadurch nochmal so überlegt, okay, wir machen es nicht ganz so eindeutig, wer gewinnt. Dadurch auch, dass man zwar sagt, es sind keine Leute erlaubt, irgendwann wird es einen Referee-Bump geben und dann kommt ein großer Sturm von Suzuki-Gun und Chaos macht dann den Save und dann hast du wieder das Einzige, was das Match runterziehen könnte, denn Suzuki und Goto können, wenn sie wollen, ein sehr gutes Match auf die Beine stellen, ohne Eingriffe, weil das war auch eigentlich symbolisch für die Regentschaft von Suzuki. Ein Match ohne Eingriffe gab es nicht. Ja, Goto gegen Suzuki ist jetzt auch schon das dritte Mal um den Titel. Goto hat ihn ja an Suzuki verloren. Bei einem Rematch, ich glaube, Lumberjack war das, hat er auch verloren. Dann gab es ja Yoshihashi gegen Suzuki und Suzuki gegen Toru Yano. Jetzt halt wieder das dritte Mitglied von Chaos, was versucht, den Never Openweight Championship zu gewinnen. Ja, deswegen, also ich war vorher so, okay, Goto ohne Haare, okay, könnte man vielleicht vorstellen, aber Suzuki ohne Haare, also man kennt ihn quasi mit seiner fast schon bekannten Frisur, ob ihm das halt mit seiner Aura quasi als böser Typ, der jedem von dem, also Suzukis Augen, wenn er so seine Augenblicke im Match hat, wo er ziemlich finster guckt, da würde ich sogar sagen, wenn ich dem Typen über die Straße laufen würde, ich würde auf die andere Seite gehen und rückwärts laufen. Vor ihm hätte ich Angst. Und ihm mit Glatze
Ob das ein bisschen dieser Aura schadet, weiß ich nicht, aber es gibt auch Gerüchte, dass die Sängerin von seiner Theme-Song eventuell auftreten wird. Also okay. Das habe ich so ein bisschen gehört, aber ja, kurz zur Info. Wenn ich tippen müsste, würde ich auf Goto tippen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist so mein Gefühl. Naja, wenn man jetzt sagt, okay, bei Minoru Suzuki ist hat man nicht viel abzuschneiden, ne? So heißt es, spielt nicht so viel, so die ganz große Rolle. Von der Warte her vielleicht schon. Ja. Von der Warte her ist schon ja, vermutlich ja. Würde auch auf Goto tippen. Übrigens, weil von sagt es, der Never Open Weight Title war ja einfach mal für junge Talente gegangen. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Bis auf Evil, der zum Zeitpunkt, als er den Titel gewonnen hat, 29 Jahre alt war, war keiner unter 30. Okay. Und die allermeisten waren über 35 und nicht wenige über 40. So viel dazu. Ja. Talente. Never stand mal, The Never steht ja für New Blood Evolution, Valiantly Eternal und Radical. Also New Blood hat dieser Titel weit weg. Ja, es ist immer ein bisschen relativ, wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Titel für jemanden, den man jetzt Richtung Main Event pusht. Ja, okay, dann kann jemand auch mal älter sein als 30 theoretisch. Aber der Punkt ist, das hatten ja eigentlich eher so die Leute, die man nie zum World Champion gemacht hat und dem man trotzdem irgendeinen Titel geben wollte. Ne? Also ja. Eben dominiert wurde die Division eigentlich von Leuten wie Ishii, Makabe, Shibata und Goto mit Ausreißern, dass du mal Naito hatte den Titel, glaub mal, Takahashi hatte den Titel mal, Evil hatte den Titel mal, aber größtenteils waren es eben halt doch nun ältere halt Leute, die immer mal im Main Event standen, aber die man nie richtig Richtung World Title gepusht hat und denen hat man halt dann mal wie so ein Gnadenbrot den Titel ab und zu gegeben. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt weder aufstrebend noch New Blood noch irgendwie Talente. Ja, New Japan hat zu viele Titel, ich glaube, darüber ja. Kann man sich einigen. Da kann man eben auch sagen, also bis auf Cody Rhodes gegen Kota Ibushi, was nur kein Titelmatch ist, weil Cody seinen Titel verloren hat, sein Ring of Honor Title in Golden Castle, und abgesehen von New Japan Rumble, der natürlich in der Pre-Show stattfindet, sind alles Titelmatches. Und alles sind, genau, 8 Titelmatches und alles sind New Japan Titel. Das ist also kein einziger Titel von Ring of Honor oder CML oder irgendwas dabei, sondern es sind alles New Japan Titel. Da war es, glaube ich, relativ deutlich, dass man eindeutig zu viele davon hat. Ja. Ja, dementsprechend ist es jetzt auch kein Spoiler mehr, wenn wir mal sagen, dass das nächste Match auch ein Titelmatch werden wird. Und zwar wird Marty Scurll seine Junior Heavyweight Championship gegen Will Ospreay, gegen Kushida und Hiromu Takahashi verteidigen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich das erste Match, was wir heute besprechen, was ein ziemlicher Knaller werden dürfte. Auf also jeden Fall. Wo ich also meine Hand dafür ins Feuer legen würde. Bei anderen bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber hier würde ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Ja, Marty Scurll, vielleicht wird, also Marty Scurll gehört, definitiv ist ein großartiger Wrestler, aber wenn es jetzt alleine um Highflying geht, würde ich fast nur behaupten, dass Ospreay, Kushida und Takahashi eigentlich die Top 3 sind derzeit weltweit. Ja, Ricochet. Mach Ricochet dazu und dann kannst du sagen, Top 4. Ja. Die besten Highflyer und Marty Scurll, der ein großartiger Heel ist, aber jetzt nicht so der typische Mega-Highflyer, wie man es von den anderen kennt. Ist aber auch ganz gut, das bringt ein bisschen Abwechslung in dieses Match rein. Ich für meinen Teil hätte tatsächlich vielleicht eher ein großes Einzelmatch zwischen Ospreay und Takahashi noch ein bisschen lieber gesehen. Ja, 100%. Aber okay, ich beschwere mich jetzt auch nicht über dieses Match, weil ich denke, hier wird es sehr, sehr, sehr viel Action geben. Für mich sogar ein bisschen untypisch, dass man so ein, dass man bei den Tag Team Matches, also bei den Junior Heavyweight Tag Team Titeln und bei den Heavyweight Tag Team Titeln auf Einzelmatches, also auf normale Tag Team Matches setzt und jetzt hier beim Junior Heavyweight Title auf ein 4-Way-Match. Ist irgendwie ein bisschen verkehrte Welt zu den Vorjahren irgendwie. Ja. Aber das Match dürfte Bombe werden. Freue ich mich schon tierisch drauf. Sieger, schwierig. Normalerweise, wie gesagt, wäre eigentlich Ospreay von Anfang an schon derjenige gewesen, der diesen Titel hätte gewinnen sollen.
Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es auf Sicht einfach jetzt bei Wrestle Kingdom auf Takahashi gegen Ospreay hinausgelaufen wäre. Eben halt auch mit dem Punkt, dass Ospreay den Titel erst da gewinnt. Es ist letztendlich alles ein bisschen anders gekommen in den letzten Monaten. Nur haben wir diese Paarung. Die dürfte aber, wie gesagt, trotzdem absolut außen werden. Ja. Der Junior-Titel schließt damit quasi sich ein Kreis sozusagen in diesem Jahr. Wrestle Kingdom 11, ich glaube, das war sogar das Match vor dem IC-Title. Hiromu Takahashi gewinnt gegen Kushida den Titel. Dann gab es ja dieses Goldberg-Brock Lesnar-ähnliche Squash-Match von Takahashi gegen Kushida, wo es ja quasi nur drei Aktionen gab und schon war das Match zu Ende nach ein paar Sekunden. Dann hat ja Kushida den Titel, beziehungsweise Kushida hat dann den Titel gewonnen, nachdem er den Best of Super Juniors gewonnen hat. Und dort kam es unter anderem zu Matches von Marty Scurll gegen Will Ospreay, das ja auch bei Power Struggle letztendlich der Titelwechsel war zum jetzigen Zeitpunkt. Scurll hat dagegen gegen Hiromu Takahashi verloren und Ospreay hat gegen Takahashi gewonnen. Und es ging immer wieder hin und her und jeder hat quasi ein oder zwei Siege gegen jeweils anderen. Und dementsprechend ist halt so aufgebaut worden, dass jeder eine Chance hat, den Titel zu gewinnen. Mich erinnert der Aufbau so ein bisschen an den Junior Tag Team Title vor ein paar Jahren, wo man auch ein Fatal 4-Way Match hatte und wo es dann in der Zukunft dann war bei New Beginning, hattest du da nur noch ein Freeway, weil derjenige, der gepinnt worden ist, bei Wrestle Kingdom ausgeschieden ist sozusagen. Und dementsprechend habe ich so das Gefühl, dass wir das hier jetzt auf den Einzeltitel sehen. Deswegen habe ich so die Vermutung, Skull verteidigt den Titel, pinnt Ospreay oder mit dem Chicken Wing, Crossface Chicken Wing bringt er ihn zur Aufgabe. Dann hättest du Kushida und Takahashi noch und du könntest halt den späteren Verlauf so machen, dass du quasi für Dominion, also quasi das große Event vor dem Climax, dass du dort quasi dann Takahashi gegen Ospreay aufbauen könntest. Der eine gewinnt zum Beispiel Hiromu gewinnt dann Best of Super Juniors, hat dann den Titel sicher, weil Ospreay den Titel sich irgendwie sichert. Keine Ahnung, wie man das aufbauen könnte. Aber das wäre sozusagen für den Sommer schon so ein bisschen ein Aufbau für die Zukunft, dass man den Titel halt so weiterreichen kann. Aber hast du nicht gerade gesagt, Skull soll Ospreay zur Aufgabe bringen? Ja, aber ich verstehe mich manchmal selber nicht. Also okay, also war bloß vertauscht, okay. Ja. Ich dachte, dahinter steckt jetzt ein Plan, den ich noch nicht ganz so gecheckt habe. Nee. Okay. Auf jeden Fall ein der beiden Faces besiegt er oder vielleicht sogar auch Takahashi als Heel, damit eigentlich er. Eigentlich Kushida, oder? Eigentlich ja. Kushida wäre an der Reihe, da jetzt mal auszufliegen. Ja, aber das hat man ja schon letztes Jahr gehabt und dann gewinnt er später den Best of Super Juniors. Ja. Es läuft halt immer wieder das Gleiche hinaus. Kushida ist sozusagen von der Face-Seite das Ass der Juniors und auf Heel-Seite ist es Hiromu, der ja wieder Ospreay wieder als Katze bezeichnet hat auf Twitter. Vielleicht hat das jemand wieder mitgekriegt. Not again. I'm not a cat. Ja, und Hiromu muss ja auch für seine Familie kämpfen, für Daryl Jr., denn Daryl hat ja ein Kind. Nachwuchs bekommen, ja. Ja, deswegen muss unbedingt Belt-San wieder zurück zu Hiromu. Also eigentlich fehlt bei unserer Matchcard was, und zwar das typische Viv. With Daryl, wie hieß die von deiner Frau? Carol. Carol. Übrigens, weißt du, wo das herkommt, Daryl und Carol? DNC, aber ich weiß gerade nicht mehr, woher. The Walking Dead. Ah, okay. Beides Charaktere aus The Walking Dead. Wie heißt das Kind? Daryl Jr. Okay, Daryl Jr. Okay. Ich dachte, er hatte vielleicht noch einen dritten Namen ausgegeben. Nee. Karl nee. Oder so. Na, anderes Thema. Ich könnte mir auch durchaus einen Titelwechsel vorstellen. Auch möglich. Weil Marty Scurll irgendwie eigentlich von den Leuten am ehesten noch der ist, den ich mir nicht so dauerhaft in dieser Fehde vorstellen kann. Also, wenn ich so an die großen New Japan-Fäden denke. Und mir jemand sagen würde, wer passt von den Vieren jetzt da nicht rein im Moment? Wäre das irgendwie Marty Scurll? Ja. Oder liegt das an mir? Also es war eigentlich auch der Titelgewinn für Scurll für mich sehr, sehr überraschend. Ja, für mich auch. Ich habe
nicht damit gerechnet. Ich dachte eigentlich, okay, Ospreay gewinnt, dann hast du vielleicht Hiromu gegen Ospreay für Wrestle Kingdom, aber Pustekuchen. Ich weiß nicht, warum man überhaupt diesen Titel dann von Ospreay genommen hat so schnell. Vielleicht hat er wieder irgendwas gemacht, wieder was den ein bisschen schräg aufgekommen ist, oder es war der längere Plan, keine Ahnung. Skull passt vielleicht nicht her vom Stil her, weil Kushida hat zwar auch einen Submission-ähnlichen Stil, aber da ist noch ein bisschen High-Flying mit reingemischt. Mhm. Skull wirkt da halt quasi wie ein Gegenpol zu allen dreien. Dadurch, dass er halt auf High-Flying eher verzichtet und mehr der Techniker ist. Also ich verstehe schon, warum er so ein bisschen... Aber es ist ja gar nicht so wertend, also ich lege da jetzt gar nicht unbedingt zur Wertung rein. Das ist, für mich ist absolut okay, dass Skull den Titel gewonnen hat. Auch, dass er in dem Match steht, weil es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Es passte für mich nur irgendwie nicht. Es wirkt irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, es ist irgendwie so, als wenn ihr sagen könntest, wer passt da nicht rein, und dann müsstest du irgendwie Marty Skull sagen. Gar nicht unbedingt von jetzt nur vom Wrestlerischen her, sondern weil eben die anderen drei eigentlich auch das im Grunde repräsentieren, zusammen mit Ricochet, was diese Division ausgemacht hat, während Marty Skull da irgendwie mit dem Fingerschnippen plötzlich drin war. Ja. Unabhängig davon, ob der jetzt beim Best of the Super Juniors mit dabei war, aber er war eben halt mit dabei. Ne? Es ist ja nicht so, dabei sein ist alles. Bin auf jeden Fall gespannt. Halte hier eigentlich fast jeden als Sieger für möglich. Ja, auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein. Vielleicht Ospreay, derjenige, wo ich am wenigsten Chancen zurechnen würde. Einfach dadurch, ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, dadurch, dass er den Titel gerade abgegeben hat, direkt im ersten Match kriegt er den wieder zurück. Ja, würde jetzt auch nicht wirklich, bevor ich mal viel Sinn machen, irgendwie. Nee. Ja, das ist... Ja. Naja, gucken wir mal. Okay. Ja. Sind wir schon beim drittletzten Match der Card. Ein Titelmatch. IWGP Intercontinental Championship. Hiroshi Tanahashi verteidigt seinen Titel gegen Jay White. Ja, auch ein bisschen eine Wundertüte. Tanahashi, the Ace of New Japan. Für alle, die damit wenig anfangen können, könnte man vielleicht sagen, der John Cena von New Japan Pro Wrestling. Das Aushängeschild der letzten Jahre, eigentlich auch derjenige, der den aktuellen Hype von New Japan mitbegründet hat, durch seine Regentschaft als Ass der Company und als IWG Champion, ist wieder mal Intercontinental Champion, mittlerweile auch schon relativ lang, Juni. Ja, bei Juni, Dominion von Jahr. Naito. Ja. Und ja, wurde bei, hilf mir auf die Sprünge, was war das? War das King of Pro Wrestling? Genau. King of Pro Wrestling, nach dem Ende, also nach dem Main Event, wurde Video eingespielt, wurde vorher schon angekündigt, mit, wie war's? Switchblade, genau. Viele dachten schon, Sami Callihan, weil es auch gerüchtet wurde, dass der sein Debüt feiern wird. Das habe ich gerüchtet gesagt. Bitte steinigt mich. Das habe ich verdient. War dann am Ende Jay White, der von seiner Exkursion bei Ring of Honor zurückgekehrt ist. Tanahashi attackiert und im Grunde abgefertigt hat. Und somit im Grunde aus dem Nichts einen Mörder-Push bekommen hat. Und zwar eines der, ja, wenn man so möchte, vielleicht sogar sagen, wenn man das so aufteilen möchte, vielleicht sogar das drittwichtigste Match bei der größten New Japan Show des Jahres. Gegen den absoluten Topstar der letzten Jahre bekommen hat. Seitdem, muss man auch dazu sagen, lass mich nicht lügen, kein Match bestritten hat. Also seit seiner Rückkehr noch kein einziges Match. Der hatte in Japan insgesamt danach noch einen einzigen Auftritt. Das war bei der letzten Show des Jahres in diesem Jahr von New Japan, die Road to Tokyo Dome Show, wo er Promo von Tanahashi unterbrochen hat, der ein bisschen darüber gesprochen hat, dass er mal wieder verletzt ist und neben einem gerissenen Bizeps hat er auch noch Wasser und Arthritis im rechten Knie, aber er sei für Wrestle Kingdom zu 100% und Jay White kam heraus, kleiner Brawl, der wie hat er ihn nochmal umbenannt, früher war es der Shell Shock von Alex Shelley und jetzt hat er den Move umbenannt.
Ich komme aber gerade nicht darauf, den schnellen Namen. Red weiter, ich gucke da alle mal. Ja, danke. Den Move hat er ihm verpasst, quasi der Finisher von ihm, der ja auch ein bisschen Historie bei hatte, denn Jay Whites erstes Match bei New Japan hatte er gegen Alex Shelley und er hat verloren durch diesen Finisher und bei Ring of Honor war er halt unter den, hat ja Jay White mit Jonathan Gresham gemeinsam mit Motor City Machine Guns ja dieses Search and Destroy gebildet. Und dort hat er quasi dann den Move von Alex Shelley adaptiert und quasi jetzt für sich beansprucht, wenn man den Move jetzt nicht kennt. Sister Abigail von Bray Wyatt ist, glaube ich, den meisten vom Move her im Kopf spontan, wie der Move abläuft. Hm. Weiß man ungefähr, wie der Move aussehen wird. Ja, Jay White hat auch bei seinem Debüt quasi gesagt, er war immer hinter Tanahashi und nun ist es soweit, dass er ihn überholt und zeigt auch mit dem Sieg bei Wrestle Kingdom, wenn er den Titel gewinnt. Und ich denke, dass White das auch tun wird. Einerseits dadurch bedingt, dass Tanahashi wirklich eine Pause notwendig hat. Also der Mann, der hat, glaube ich, die letzten 4-5 Jahre, es wäre, glaube ich, nicht zu hoch begriffen, nicht zu 100% immer bestritten. Der hatte jeder Climax irgendeine Verletzung, Meniskusriss, Schulter, irgendwas. Der ist stets verletzt, deswegen gönnt ihm mal eine Pause und Jay White hatte auch schon relativ viele Lobhymnen als Young Lion bei New Japan vor seiner Exkursion und dementsprechend denke ich, dass dies quasi der Start sein wird von Jay White als Switchblade mit neuem Gimmick und als IC-Champion. Ja, der Move heißt Blade Runner, oder er nennt ihn Blade Runner. Genau, danke. Hab jetzt auch nochmal geguckt, der hat tatsächlich seit Oktober nicht ein einziges Match bestritten. Also nicht nur für New Japan, sondern überhaupt gar keins. Was ja eigentlich schon wieder die Frage aufkommen lässt, ob er nicht auch verletzt war oder irgendwas. Das, keine Ahnung. Letztes Match, 28. Oktober, bei ROH, der Zorin Eagle Cup. Also mir ist nichts bekannt, dass er irgendwie danach sich verletzt hat oder so. Also naja, ich sag mal so, 2 Monate gar keine Matches bestreiten, irgendwie gerade vor dem Tokyo Dome, also auch nicht für New Japan, ist aber schon ein bisschen seltsam, oder? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie es zum Beispiel bei Hiromu aussah, als er letztes Jahr bei Wrestle Kingdom debütiert ist. Da könnte man vielleicht einen Vergleich davon ziehen. Ja, aber spricht ja jetzt eigentlich nichts dagegen. Na klar, okay. Tritt er nicht an bei New Japan. Finde ich okay. Aber vielleicht für irgendwelche Independent Promotion, so wie er es bis dahin ja auch getan hat. Das ist das, was mich wundert. Was dann ohnehin jemand sieht in Japan auf gut Deutsch. Wann ist denn Takahashi letztes Jahr debütiert? Der hat, glaube ich, bei Power Struggle war das Video, wo er ihn herausgefordert hat und bei Wrestle Kingdom hat er den Titel genommen. Aber ich sehe gerade, bei den Road to Tokyo Dome Shows, also die beiden letzten Shows des vergangenen Jahres, da war Hiromu in einem in jeweilig Tag Team Matches. Also er hatte 2 vor seinem WK-Match, anders als jetzt dieses Jahr Jay White. Okay. Naja, auf jeden Fall ein bisschen seltsam irgendwie. Finde ich. Aber okay. Sei es drum. Ja, wie gesagt, Riesen-Push eigentlich für Jay White. Hat sein gutes, ich finde aber auch so einen kleinen Punkt, den ich ein bisschen negativ finde. Das Gute ist natürlich, du hast von Punkt weg jemanden, den du sofort hoch in der Card bringen kannst. Das ist eine sehr große Chance und ein großer Push für Jay White. Das ist cool. Auch für Jay White freut mich, dass der natürlich sehr talentiert ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass man das ein bisschen zu oft macht. Du hast schon Takahashi letztes Jahr genommen, du hast Sho und Yo Leute debütieren lassen, die im Grunde irgendjemand attackieren lassen und dann sofort in den ersten Matches die Titel gewinnen lassen. Hattest du auch schon öfters bei Debüts von Leuten von Ring of Honor etc. pp. Ich glaube, in den Briscoes war es auch schon mal so ähnlich. Ich finde das ein bisschen zu much. Es geht mir einfach ein bisschen zu schnell. Es würde mir auch zu schnell gehen, wenn Jay White hier den Titel gewinnt irgendwie. Du hast halt irgendwie gar keine Jagd, du hast gar keinen Aufbau mehr. Man kann sowas durchaus mal machen.
finde ich auch gut, sowas mal zu machen. Aber ich finde, man sollte es dann auch nicht zu, irgendwie zur Regel werden lassen. Und danach, so fühlt es sich halt mittlerweile ein bisschen anders, wenn das mittlerweile die Regel als die Ausnahme wird. Dass es im Grunde gar keine Jagd mehr nach dem Titel gibt, sondern einfach du kommst rein, bekommst sofort einen riesen Push und nach fast umgehend gewinnst du den Titel. Irgendwie fehlt mir da der Reiz. Ja. Ist wirklich halt so, den halt mit Hiromu letztes Jahr und dieses Jahr Jay White. Halt die Young Lions werden halt extrem nach vorne gebracht. Das haben auch Roppongi 3K war halt Debütmatch gegen Ricochet Taguchi. Da wusste man nicht, welches Tag-Team es ist. Romero hat angekündigt, 3000 Mal besser als Roppongi Vice und hat die beiden quasi dann zurückgebracht. Aber man muss auch davon sprechen, New Japan möchte halt ihre Young Lions halt quasi, weil sie das eigene Dojo gemacht haben, halt besonders präsentieren. Aber wenn man sich mal jetzt anschaut, nächstes Jahr zumindest ein Young Lion kann nicht irgendwie spontan auftauchen, halt einfach dadurch bedingt, dass die aktuellen Young Lions auf Exkursion waren, jetzt alle zurück sind und man erst wieder welche losschicken muss. Dementsprechend könnte man da halt quasi jetzt mal wieder Aufbau machen und ein bisschen Jagd darauf. Aber ich verstehe deinen Kritikpunkt. Na, ich finde es ja, das ist ja gar nicht mein Punkt. Also die Leute sofort zu pushen, das finde ich ja okay. Aber ein Push muss doch nicht daraus bestehen, dass ich den sofort im Grunde eigentlich sofort aus dem Startlöcher ein Titelmatch gebe, ohne dass die sich diesen Titel auch verdient hätten. Warum die Leute nicht, keine Ahnung, ankündigen, von mir aus für den Climax oder wenn es eine Nummer kleiner sein soll, für den New Japan Cup als neue Debütanz, die dort richtig ordentlich abschneiden lassen. Von mir aus, naja, Climax-Finale ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber weit kommen lassen, knapp scheitern lassen in dem Fall am Finale oder beim New Japan Cup bis ins Finale kommen lassen, dann hast du einen Monster-Push. Dann bei der nächsten Tour in den Undercard-Matches im Grunde den Pin einfallen lassen, vielleicht mal irgendeinen Champion pinnen lassen, nein, dieser Multi-Tag-Team-Matches und dann bei dem nächsten Pay-Per-View gibst du denen das Titel-Match. Also im Grunde einfach eher einen klassischen Aufbau und nicht dieses Gefühl total gerushte, dass die reinkommen und kommen auf ein Titelmatch, gewinnen den Titel, fertig, aus. Ja. Also gegen die Langley Alliance groß pushen, dagegen sage ich ja nichts. Das ist ja gut, wie gesagt. Also grundsätzlich sage ich auch nichts gegen die Art und Weise. Es kommt mir halt nur ein bisschen, dass es ein bisschen zu häufig wird. Und wenn was zu häufig wird, hat es auch irgendwie so ein bisschen, immer ein bisschen klein wenig negativen Beigeschmack. Trotzdem bin ich gespannt, was Jay White hier für eine Leistung abliefert. Denn White ist ein hochtalentierter Wrestler, der bei Ring of Honor auch das... Im Grunde ist es bei ihm, für mich war, wenn man jetzt Watanabe oder Evil heute und Joe und Joe anguckt, war Jay White eigentlich derjenige von den Leuten, die zuletzt Explosion gemacht haben, der die besten Leistungen eigentlich abgeliefert hat bei Ring of Honor. Okay. Also bei Watanabe war das nicht viel und bei Joe und Joe war das im Grunde gar nichts. Und White war auch in relativ großen Matches. Also ich kann mich da an die Serie gegen Jay Briscoe erinnern, die auch sehr gut war. Also ihm hat man schon ein bisschen angezeigt, okay, New Japan sagt, wir müssen ihn ein bisschen mehr in die Mitte tun, also in Spotlight. Haben jetzt ihn zwar nicht jetzt unbedingt als Titelherausforderer für den Ring of Honor Title, aber ich glaube, ab und an mal hatte er eine Chance auf den Television Title oder halt ein Tag Team Matches, eine Fehde. Er hat halt so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt als Watanabe und Show und Yo. Die waren ja meistens irgendwie Dark Matches oder Openers gegen Cheeseburger oder irgendwelche anderen Ring of Honor Dojo Leute. Ja, Watanabe hatte schon auch mal ab und zu ein Einzelmatch, aber ich finde, kann mir auch vorstellen, dass Watanabe vielleicht auch irgendwie von der Kultur her und so nicht so richtig dort reinpasste bei Ring of Honor. Weil so wirklich überzeugt hat er dort nicht. Also war irgendwie, wenn man es nicht genau wüsste, würde man das nicht mit dem Evil, den wir dann dieses Jahr oder seit seinem Debüt kennengelernt haben, dass die irgendwas miteinander zu tun hätten. Ja. Weil eigentlich war er dort wirklich eigentlich eher unteres Mittelmaß bei Ring of Honor. Er passte irgendwie nicht rein, auch wenn er Single-Matches hatte. Auch durchaus mal nicht das ganz große Spotlight bekommen hat, aber gewisses Spotlight eben halt durchaus mal bei einer Show auch Single-Matches, die ein bisschen länger gingen. Jo und Joe haben, wie gesagt, kaum was gerissen, aber dem fehlte auch einfach komplett die Farbe. Ja.
Aber Jay White, wie gesagt, er hatte auch, ich glaube, das war, wo hatte er denn? Er hatte im Sommer, glaube ich, war das ein ziemlich geiles Match, aber ich weiß jetzt nicht. Bei irgendeinem Pay-Per-View hatte er, Ring of Honor Pay-Per-View hatte er auf jeden Fall auch mehr oder weniger das Match des Abends. Ich versuche jetzt gerade. Hatte er nicht ein Match Osprey gegen Jay White? Ja. Bei War of the Worlds? Ja. Ich glaube ja, aber ich schau mal eben schnell nach. Okay, auf jeden Fall, wo er sein konnte, der hatte dann so tatsächlich, auch wenn es in der Midcard war am Ende des Tages, aber wirklich das beste Match des Abends und hat dort wirklich was abgerissen und hat auch wirklich gezeigt, was in ihn steckt. Und bin mir deshalb relativ sicher, dass er vielleicht auf Sicht auch derjenige mal sein könnte, der Kenny Omega als Top-Ausländer bei New Japan ersetzt, wenn es irgendwann mal nötig werden sollte. Potenzial wäre da. Ja, du hast recht. War of the Worlds, Tag 3. Osprey gegen Jay White. Das war, glaub, der Pay-Per-View, ne? Genau. Ja, ja, wie gesagt, großartiges Match. Und es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie fit Tanahashi ist. Aber Tanahashi ist auch jemand, der durch die Verletzung oder gerade wegen den Verletzungen sich durch ein Match kämpfen kann. Weil bei Tanahashi muss man auch immer dazu sagen, manchmal bin ich mir bei dem gar nicht so sicher, dass das nicht alles nur ein Work ist. Ja, also es fällt halt schon auf, dass er gefühlt jedes Jahr immer verletzt ist. Ja, und die Match-Theory des Matches ist dann immer, dass er diese Verletzung hält. Ja, aber ich glaube, dieses Mal, also die Bizeps-Verletzung, die hat er dieses Jahr überdeckt mit dem Armstülpen, so wie früher Jeff Hardy. Natürlich kann man dann halt darauf schließen, dass das ein Work sein könnte, aber Tanahashi hat halt die japanische Mentalität, ob du verletzt bist oder nicht, wenn du angekündigt bist, dass du bei dem Event auftrittst, dann trittst du auch auf und dementsprechend reizt er halt seinen Körper bis aufs Äußerste. Ja, das spreche ich ihm auch gar nicht ab. Also das will ich ihm gar nicht abspringen. Ich finde es nur ein bisschen bezeichnend, dass in den letzten Jahren vor diesen großen Matches, dass er immer eine Verletzung hat, was sich auch rumgesprochen hat, ne? Und das genau dann auch die Match-Story war. Soll heißen, dass das Match dann um diese Verletzung im Grunde aufgebaut wurde und dass man das dann auch erzählt hatte und die Leute hatten ja halt gewusst, dass Tanahashi auch angeschlagen ist. Soll heißen, die haben es noch mehr gekauft oder es ist noch mehr so ein bisschen verschwommen. Ist das jetzt, zählt er jetzt wirklich noch oder sind das schon echte Schmerzen? Also das ist ein bisschen was halt auffällig ist. Ich will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber ich würde es eben halt auch in der Art und Weise, wie Wrestling in Japan durchaus auch wahrgenommen und erzählt wird, gar nicht mal unbedingt ausschließen. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, ne? Aber ja, dass das alles ein riesengroßer Work ist und von langer Hand geplant, würde ich nicht mal ausschließen. Also man darf jetzt schon damit rechnen, dass das Match sich darum drehen wird, dass Tanahashi seinen Arm hält und Jay White genau den bearbeitet. Und wahrscheinlich auch das rechte Knie jetzt. Zusätzlich noch mit, genau, dass er vorher ohnehin, auch letztes Jahr, glaube ich, war es das, was verletzt war, oder war es letztes Jahr, oder war es dieses Jahr? Ja, gegen Naito, stimmt. Gegen Naito, genau. Darum wird das Match drehen. Tanahashi, ob verletzt oder nicht, wird hier, dadurch, dass er eben zusammen mit Okada wahrscheinlich der beste Seller im Business ist, da ein Zaubermatch mit rausholen. Wie gut es dann am Ende wirklich wird, ob New Japan Verhältnisse nur ein 4-Sterne-Match oder keine Ahnung, irgendwie 4,5 oder 4,75, das wird man dann sehen. Ist dann auch eine Wundertitel, die über dem durchschnittlichen oder guten Niveau ist. Und wer am Ende gewinnt, wenn man das, wie gesagt, als Schablone nimmt, was New Japan dann in den letzten Jahren gezeigt hat, was wir jetzt gerade beredet haben schon, dann wird Jay White sich den Titel holen in seinem ersten Match nach seiner Rückkehr, wenn man so möchte. Genau. Ja. Okay, dann sind wir schon beim Co-Main-Event. Und dem vorletzten Titelmatch. Sicherlich ein Match, was hierzulande oder beim durchschnittlichen Wrestling-Fan, der mit New Japan bisher oder mit japanischem Wrestling bisher nicht so viel anfangen konnte, sicherlich wahrscheinlich am meisten auf Interesse stößt. Und zwar das IWGP US Heavyweight Championship Match zwischen Kenny Omega und Chris Jericho. Was kann man über dieses Match sagen, was nicht schon gesagt wurde in dem Fall? Fangen wir vielleicht damit mal an, wie das Ganze aufgebaut wurde. Ich verwechsel mir immer die PPÖ-Namen. Das war auch
King of Pro Wrestling, oder? Ja. Nee, warte, bei Power Struggle gab es das Video. Power Struggle war das schon? Ja, das war im November. Ja. Das war relativ spät, genau, wo man das angekündigt hat. Ja. Kenny Omega hatte gerade seinen Titel gegen Trent Barretta verteidigt und hatte dann auch gemeint, wollte dann seinen nächsten Herausforderer sehen und daraufhin wurde ein Video eingespielt und da kam zum Vorschein Chris Jericho, der eben angekündigt hat, dass er Geschichte schreiben möchte und ja, dass er sich mit dem Besten der Welt messen möchte und dass es eben heißen wollte Alpha gegen Omega, wobei Jericho sich eben als Alpha sieht, als den besten Wrestler der Welt. Und forderte Omega dann zum Match bei Wrestle Kingdom 12 heraus. Ja, damit hatte man im Grunde den ersten Hype da. Kann man definitiv so sagen. Eine riesengroße Überraschung, weil ich glaube, niemand für möglich gehalten hätte, dass Jericho in seiner Karriere nochmal für jemand anders als WWE in den Ring steigt. Vor allen Dingen im Grunde so kurzfristig. Ne? Vor ein paar Monaten hatte er noch One Night Only Auftritt bei SmackDown. Jeder ist davon ausgegangen, dass er spätestens bei der Road to WrestleMania zurückkehren wird. Und letztendlich alles Pustekuchen, hat einen Deal mit New Japan abgeschlossen, hat zwar auch gesagt, dass es ein One-Match-Deal ist und dass er durchaus auch mit WWE drüber gesprochen hat, aber er hat auch gesagt, dass er nicht um Erlaubnis gebeten hat, weil er keinen Vertrag hat. Er hat Vince regelrecht darüber unterrichtet und er fand es okay. Beim Finale der World Tag League Mitte Dezember gab es danach im Match des Bullet Clubs gegen Chaos nochmal eine Attacke von Chris Jericho, auf gut Deutsch, es wurde wieder ein Video eingespielt, Omega war abgelenkt, dann tauchte Jericho hinter Omega auf, hat Omega dann einen Codebreaker verpasst, mit dem Titel niedergeschlagen, ihn so ordentlich zum Bluten gebracht, also Omega hat gebladet auf gut Deutsch, dann kam auch noch Don Callis in den Ring, wollte sich um Omega kümmern. Muss wissen, Omega, Callis und Jericho kommen aus der gleichen Provinz. Ich glaube sogar ich weiß nicht, direkt aus der gleichen Stadt, aber zumindest aus der gleichen Provinz in Kanada. So heißt, sie kennen sich gut, sind sogar dann befreundet. Zumindest Omega und Callis sind befreundet und Jericho und Callis auch. Callis kümmerte sich dann um Omega. Jericho ging zurück, verpasste auch Callis noch den Codebreaker. Callis hat das Ganze dann tatsächlich noch tagelang gezählt. heißt, in den Hotels hat er sich von Kevin Kelly, seinem Kommentatorkollegen, im Rollstuhl rumfahren lassen. Ich glaube, selbst in seiner Heimat Kanada hat das weitergezählt, also in Kanada ja, weiter war. Also der zieht das durch. Der hat es eiskalt durchgezogen. Es ging, glaube ich, so weit, dass man dann gesagt hat, er hatte sich wohl dann, ich glaube, nach dem Match war es noch so, er ist dann geflüchtet oder so und ist dann noch über die Barrikade gefallen und hat sich dabei eine Rippe angeknackst. Ja, das war im Vorfeld, also, weil er das noch genau schnell besprechen wollte. Ist da ja irgendwie gegen Archer gestoßen und dann weil er das Engel nochmal, weil er den Engel nochmal besprechen wollte, gegen Archer gelaufen und dann ist er irgendwie dann mit der Rippe voraus gegen eine Absperrung geknallt, hat deswegen eine Rippe auch noch ein bisschen angeknackst, aber ja, ohne Don Callis, der ja als Initiator dieser Fehde gilt, wäre dieses Match wohl nicht zustande gekommen. Ja, richtig. Jericho hat da auch sehr offen drüber geredet in dem Podcast, drüber, wie das zustande gekommen ist letztendlich und warum er das wollte. Dass er eben halt auch Vince überzeugen konnte, dass wenn er dieses Match workt, dass er als größerer Star daraus hervorgehen wird. Also Jericho, nicht Omega, wohlgemerkt. was durchaus auch funktionieren wird, zumindest in Japan. Generell glaube ich, dass dieses Match für Jericho mehr tun wird, als jetzt irgendein Match beim Royal Rumble. Nicht, weil ihn in Japan mehr Leute sehen, nein, überhaupt gar nicht, sondern weil er einfach etwas tut, was noch niemand getan hat, weil er mit jemandem im Ring steigt, mit dem er noch nie im Ring gestiegen ist, mit dem er vielleicht auch niemals im Ring stehen wird ansonsten, man weiß es nicht genau, und auf einer Bühne, die komplett was anderes ist als WWE und wo er auch was anderes zeigen kann. Und ich denke, das wird ihm einfach gut tun. Sehr sehenswert, das sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist denn die Pressekonferenz, die man zu dem Match gegeben hat, nach der Attacke bei der World Tag League, die hat New Japan auch sowohl auf den US-YouTube-Channel als auch auf den YouTube-Channel von, also auf dem japanischen veröffentlicht. Sollte man mal gesehen haben. Ist vermutlich das beste Engel, was es dieses Jahr gab. Lege ich eigentlich meine Hand dafür ins Feuer, dass es nichts Besseres gab. Ich wüsste nichts was. Ja, im Grunde erst eine ganz normale Pressekonferenz von Omega erst. Omega. Das Ganze war eigentlich aufgezeichnet wie in den 70er Jahren, oder?
Ja, so ein bisschen. Es sah so ein bisschen aus, also auch von dem Farbfilter und so. Von dem Farbfilter, von der Umgebung, die Gardinen im Hintergrund. Das sah alles aus wie 70er Jahre. Ich denke, die Leute, die das organisiert haben, die haben sich da einen heiden Spaß draus gemacht. Jetzt machen wir mal einen Engel, keine Ahnung, wie früher mit Ric Flair und Dusty Rhodes in den gleichen Look, in der gleichen Optik, in der gleichen Aufmachung. Man könnte ja fast sagen, mit den gleichen Mikrofonen. Selbst die Mikrofone sahen fast schon ein bisschen mehr als oldschool aus. Jetzt nicht direkt, aber schon in die Richtung. Auf jeden Fall, erst war Omega dran, dann ging der raus, dann kam Jericho, dann durfte Jericho ein paar Worte sagen, in typisch arroganten Art, wenn man so möchte, hat Jericho sich hier sogar nochmal neu erfunden. Mittlerweile ist er, keine Ahnung, der alternde, krandelnde Wrestler, wenn man so möchte, der halt immer ein bisschen mit also so halb alternder Rockstar, alternder Wrestler, der ein bisschen mit Verachtung auf die junge Generation rüberblickt. Auf jeden Fall mitten in der Pressekonferenz kam dann Omega angesprungen und hat Jericho attackiert. Also hat nur gesehen, wie er quasi durchs Bild flog und Jericho umgeruppt hat. Jericho hat dann mit einem richtig massiven Tisch noch nach Omega und noch ein paar Leuten, die den zurückhalten wollten, geworfen. Omega, muss man auch dazu sagen, mit riesen Kopfbandage um die Wunde. Jericho ist dann halt noch freigedreht in bester Ric Flair 90er, 80er Manier. Hat beleidigt in dem im Grundsinne, musste zurückgehalten werden, hat rumgetobt, drumherum halt überall dann die Reporter und so weiter und so fort, hat dann halt im Grunde sich noch diktieren lassen oder hat den Reporter noch diktiert, dass er das Omega bei Wrestle Kingdom sein allerletztes Match bestreiten wird. Also auf jeden Fall, es ging glaube ich eine halbe Stunde, der Interview-Part an sich war okay, war aber gar nicht so interessant in dem Fall, kann man sich aber auch angucken. Ich glaube, so richtig interessant waren tatsächlich dann nur die, ja, was wird's gewesen sein, die letzten 10 Minuten oder so. Ja. Oder die letzten 6-7 Minuten. Sollte man sich angeguckt haben. Verlinken wir sicherlich vielleicht auch nochmal, spätestens dann in der Preview. Wie gesagt, für mich eigentlich das Engel des Jahres. Alleine, weil ich mir vorstellen kann, wie viel Spaß die dort schon hatten, so ein Engel dort aufzusetzen. So simpel und so effektiv, dass es im Grunde dem Match, was ja eigentlich auch ein bisschen random auf die Karte geklatscht war, nochmal ein bisschen Feuer gegeben hat. Einen kleinen Punkt habe ich aber tatsächlich, den ich kritisieren muss, und zwar, ich glaube, ich dachte erst, ich bin da alleine da oder einer der wenigen. Mittlerweile sehe ich aber, das geht relativ vielen so, und zwar diese Nötig-Stipulation. Ja. Die es meiner Meinung nach überhaupt gar nicht gebraucht hätte und die den Ganzen meiner Meinung nach im Vorfeld für mich, ich kann es auch schwer beschreiben, aber schon ein bisschen Vorfreude wegnimmt. Ja, also New Japan ist ja mit DQ sowieso ein bisschen sehr grob. Also da zeigt Omega mal, ich glaube gegen Trent Barretta war es, wo er einen Double Stomp durch den Tisch gemacht hat oder eine Powerbomb. Also die Tische kommen eigentlich regelmäßig zum Einsatz, auch Stühle, je nachdem mal versteckt, mal offensichtlich, so wie Evil, der ja ständig den Kopf des Gegners in den Stuhl packt und mit einem anderen quasi wie so ein Baseball gegen den anderen Stuhl schlägt. Da wird keine DQ ausgesprochen, weshalb man hier besonders betont, okay, wir machen hier keine Disqualifikation. Finde ich ein bisschen, zieht's runter, dadurch kann man halt übertünchen sozusagen, dass Jericho wahrscheinlich dann irgendwie häufig Waffen einsetzen wird und so weiter. Damit macht man ein bisschen Vorfreude weg, denn ich hätte mich sehr gefreut über ein normales Singles-Match von Jericho jetzt bei New Japan, ob er halt mal mehr zeigt als das, was er bei WWE ständig gemacht hat, weil es ist halt ein komplett neues Feld für ihn. Er war mal Anfang seiner Karriere bei New Japan, aber der Erfolg war eher weniger. Und ja, dadurch hast du halt den häufigen Einsatz von Waffen und mehr halt den Hardcore-Part als die Klasse im Ring, die ich eher gerne gesehen hätte. Ich glaube, am Anfang, bevor man den Aufbau für Jericho Omega gemacht hat, hatte man ja dieses Duell auf Twitter von den beiden, wo viele dachten, ach, die machen sich kleinen Spaß, das ist nur so ein Work und vielleicht deutet das auf die Teilnahme von Omega bei der Bootsfahrt von Jericho, irgendwie sowas, nur in der Art. Nicht, dass es plötzlich der Co-Main-Event vom Wrestle Kingdom 12 sein wird. Na, vor allem hatte man eigentlich sogar den Eindruck, als wenn das, was die beiden da machen, eigentlich eher so Real-Life-Heat ist. Bis zu einem gewissen Maße. Also so nach dem Motto, eher so eine Zwistigkeit in Sachen Philosophie in Sachen Pro-Wrestling zwischen den beiden.
ne, weil ja Omega deswegen auch oft in Kritik steht, vor allem eben halt mit seinen, wegen seinen alten Matches gegen die Gummipuppe oder gegen das kleine Mädchen oder Yoshihiko. Erst neulich, genau, oder erst neulich das Match gegen Marty Scull. Was war es gleich? Chini und Und Aladdin. Ja, Aladdin. Jasmin, Omega. Jasmin, genau, so um was. Dagegen ja ein bisschen in der Kritik steht, wegen solchen Sachen. Und darum drehte sich auch der Streit, eben halt dann auch, wer der Beste ist, etc. pp. Und Jericho meinte dann auch, jemand, der nie auf der großen Bühne war, kann nicht der Beste sein. Also man hatte nie den Eindruck, dass das unbedingt jetzt ein Engel sein muss für eine Show, sondern darauf, dass man nie irgendjemand damit gerechnet hat, dass die beiden demnächst im Ring gegeneinander stehen würden, sind viele davon ausgegangen, dass es vielleicht sogar wirklich Real-Life-Heat wäre zwischen den beiden. Ne? Weil zu was ein Engel aufbauen, weil Omega ja dann auch geschrieben hat, ne? Es war spaßig so lange wie, es war bisher spaßig, diese Streiterei auf Twitter, aber wir sind beide von verschiedenen Companies, deshalb beenden wir das jetzt. Ne? Also ja, das klang schon eher da ein bisschen danach, als wenn das echt Streit wäre, wo sich dann Omega dachte, ach naja, komm, was soll ich jetzt meine Zeit verschwenden? Es wird nie zum Match führen, ne? Da können wir das jetzt auch sein lassen. Und es dauerte dann nicht lange, dann hatte man dieses Match. Also wieder mal ein gutes Zeichen, wie im Grunde die sozialen Medien mittlerweile auch genutzt werden, um Interesse für irgendwas zu schüren und auch genutzt werden können, um tatsächlich dann auch Heat für ein Match zu generieren und trotz allem noch eine Überraschung aus dem Hut zu zaubern. War eigentlich ein Paradebeispiel. Genau. Was du noch sagst mit der NXT-Stipulation, hänge ich gleich noch mit an. Ich finde, dass es für mich ein bisschen ein Eingeständnis ist, dass man glaubt, dass Jericho kein normales Singles-Match auf New Japan-Main-Niveau worken kann. Für mich ist das ein bisschen schon das Eingeständnis, dass man sagt, okay, ein normales Match, das bekommen wir nicht hin. Machen wir eine NXT-Stipulation, dann können wir das bisschen übertünchen durch gewisse Spots. Und das finde ich halt extrem schade. Also ich hätte mir lieber hier ein gut aufgebautes Match mit Jericho, der ja auch mit der Crowd spielen kann oder so, gewünscht, was am Ende 4 Sterne bekommen hätte, da wäre ich auch noch zufrieden gewesen, als irgendwie ein NXT-Match, weil ich auch finde, dass auch bei WWE die letzten Matches mit Jericho, die so eine Stipulation bekommen haben, eigentlich immer eher enttäuscht haben. Ja, ich kann mich da vor ein, zwei Jahren erinnern an dieses komische Steel Cage mit Ambrose, genau, das finde ich auch, ja. Genau. Eigentlich war das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normales Singles-Match der beiden irgendwie nicht besser gewesen wäre. Und gerade Omega, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normales Singles-Match der beiden nicht nochmal, keine Ahnung, dass das nicht großartig geworden wäre. Also, New Japan hat hier wirklich gedacht, okay, lass uns Jericho ein bisschen helfen, sozusagen, indem wir einfach sagen, okay, hier nimm einen Spot mit einem Stuhl und ein bisschen weniger Technik, weil ich hätte mir vorstellen können, dass Jericho vielleicht nochmal den Lions Hold oder was auch für ältere Moves er noch hätte, dass er die vielleicht gezeigt hätte in einem technisch guten Match. Vor allem, du hast ja schon gesagt, gegen Kenny Omega, der ja dieses Jahr mit Okada 3 Stück abgeliefert hat, die in jedem anderen Jahr Match des Jahres werden, aber dieses Jahr muss man sich zwischen einem von den 3 entscheiden. Also es wäre definitiv als Singles-Match technisch besser gewesen. Und ich finde auch, Jericho würde doch grundsätzlich bei New Japan mit weniger wegkommen in dem Fall, oder man könnte das besser verstecken als bei WWE. Bei WWE ist es ja doch so, dass die Top-Matches eigentlich auch eher Spot-Festivals sind. Während du bei New Japan doch eigentlich auch mit einer gut gemachten Match-Story, die du auch langsam und ein bisschen gediegener aufbauen kannst, durchaus mit dem Sellen von unten Körperparts, wo du es bei WWE, bei WrestleMania mittlerweile wesentlich schwieriger hättest, da mit so einem Match davon zu kommen, hätte er doch durchaus mit Omega hier auf die Matte legen können. Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Es ist doch nicht so, dass du jetzt dass Jericho zwangsläufig jetzt irgendwie das super-duper Spot-Festival hätte zeigen müssen, was er nicht mehr kann. Das zeigt ja zum Beispiel ein Match wie, keine Ahnung, Okada gegen Suzuki, dass das nicht sein muss. Ja. Deshalb verstehe ich das irgendwie nicht. Also auch, dass der Gedankengang dahinter ist. Vom Aufbau her mit den Attacken und dem Einbringen von Blut könnte man halt quasi erklären, okay, die werden über die normalen Regeln der Disqualifikation hinausgehen, wenn man das erklären möchte, aber von der In-Ring-Qualität her hat man damit schon mal ein bisschen was abgezogen. Vorfreude hat man abgezogen. Ich meine, deswegen müssen wir jetzt mal abwarten, wie es am Ende wird.
Natürlich. Aber für mich hat es halt eher so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, die Zusatzstipulation, als irgendwie was, wo ich sage, jetzt freue ich mich erst das Recht drauf. Richtig. Das ist irgendwie. Aber wie es natürlich jetzt am Ende wird, das muss man natürlich erstmal abwarten. Also es ist schwierig einzuschätzen. Auf jeden Fall, das Match hat einen gewissen Hype erzeugt. Jericho hat damit sicherlich für den Otto normal WWE-Fan nochmal das Hauptaugenmerk oder ein Augenmerk auf New Japan oder Wrestle Kingdom gelegt. Eigentlich ist im Grunde das Match am Ende des Tages für alle ein Gewinn. Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Match gut werden soll. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass dieses Match gleichwertig ist mit Okada gegen Naito. Nee. Finde ich da ein bisschen unfair, wenn man das ein bisschen so tut. Ich glaube, als Co-Main-Event ist das Match hier schon sehr, sehr gut beschrieben. Ja, ich glaube auch, dass Kenny Omega den Titel verteidigen wird. Ich glaube nicht, dass Jericho okay. den Titel gewinnt. Außer natürlich, man hat sich darauf geeinigt, dass er jetzt noch länger da bleibt. Na, man hat sich wohl geeinigt, dass er bei New Year's Dash antritt. Ja, ja. Der Deal sieht einen Auftritt bei New Year's Dash vor. Und deshalb schließe ich nicht aus, dass Jericho den Titel gewinnt. Am Tag darauf vielleicht wieder verliert und dann vielleicht irgendwann für die Zukunft ein drittes Match offen hält. Ich stehe dagegen. Ich glaube, Jericho wird irgendwas anderes machen, weil man hat ja auch schon so angedeutet, Jericho und Naito haben sie auch so ein bisschen durch Aussagen gegeneinander angetrieben, weil Jericho gesagt hat, der wahre Main Event ist mein Match gegen Omega, weil dafür interessiert sich die ganzen Amerikaner und dadurch, dass New Japan expandieren möchte, haben wir mehr Aufmerksamkeit und es gab ja auch so ein paar Gerüchte, dass Omega gesagt hat, Naito kann froh sein, dass man nicht nochmal wie 2013 ein Fanvoting macht, weil das Ergebnis wäre definitiv anders als die Tokyo Sports Verleihung, wo Naito MVP geworden ist, um damit quasi anzudeuten, bei einer Fanwahl wäre Omega der Main Event gewesen, dadurch, dass die Fans Omega zum MVP von New Japan gewählt haben. Glaube ich übrigens nicht. Zumindest ist es nicht, wenn man davon ausgeht, dass die meisten Fans aus Japan dort abstimmen. Ja. Und ich glaube, unterschätzt man ein bisschen die Zugkraft von Okada und Naito. Ja, das auf jeden Fall. Aber man merkt ja, New Japan hat in diesem Jahr 30.000 Tickets verkauft schon. In den letzten beiden Jahren waren es weniger. Also zumindest verkaufte Tickets. Man füllt das natürlich auch mit Sponsorentickets, Familien kommen rein von den Wrestlern, damit man das halt ein bisschen noch auffüllen kann. Aber dieses Jahr wird es wohl ein pickepacke voller Tokyo Dome. Also alle, was verkaufte Tickets angeht, sind man glaube ich schon mittlerweile so, geht man aktuelle Schätzung von 35 plus aus. Ne? Nicht auszuschließen, dass es eben 40.000 wären mit Sponsorentickets dann. Wahrscheinlich irgendwann gegen 45.000, 48.000, vielleicht sogar 50.000. Also das wird voll und vieles davon, das voll wird, hat nicht unbedingt was mit Jericho zu tun, sondern tatsächlich mit Naito. Ja, glaube ich auch. Ist glaube ich schon mehr oder weniger erwiesen, weil Naito muss wohl mit Abstand dann tatsächlich im Moment der heißeste Star sein, Wrestling-Star, also auch heißer sein als Okada, verkaufen massenweise Merchandise. Klar, weltweit ist es dann vielleicht eher der Bullet Club, ne? Aber was jetzt Japan allein angeht, ja. Dort gehen nun mal die meisten Tickets hin, auch wenn dieses Jahr wohl auch viele aus dem Ausland kommen oder aus Übersee kommen, sind die meisten doch Japaner und da ist dann ja wohl eher Naito das große Zugpferd, beziehungsweise der Main-Event zwischen Naito und Okada. Ja, das stimmt. Ja, okay, ich sag jetzt auch mal Omega, aber wie gesagt, bei New Year's Dash, vielleicht sagt man das noch kurz bevor wir zum Main Event kommen. New Year's Dash ist im Grunde die Show am 5. Januar, wird auch live ausgestrahlt, ist ein bisschen wie New Japan's Raw nach WrestleMania. Card wird erst verkündet beim Start der Event. Ja. Also man weiß nicht, was passiert und meistens ist auch bei New Year's Dash, da passiert irgendwas Besonderes. Wir hatten dieses Jahr kehrte Suzuki ganz zurück. Wir hatten das Jahr davor den Rauswurf von AJ Styles aus dem Bullet Club. Genau. Omega kündigt sich an, als Heavyweight anzutreten. Also New Year's Dash, da passiert immer irgendetwas, auch in kleineren Richtungen, Heel Turns. Naja, man muss einfach, wenn man so möchte, kann man einfach sagen, Wrestle Kingdom ist, wenn man jetzt nach Saisons gehen will oder nach Staffeln gehen will, Wrestle Kingdom ist wie ein bisschen der Abschluss der Staffel und bei New Year's Dash wird im Grunde dann der Weg gestellt für die nächsten Monate.
In dem Fall tatsächlich eigentlich meistens sogar schon für, was ist denn dann eigentlich das nächste? New Beginning. New Beginning, genau, New Beginning. Für die nächste große Show Ende Januar. Auch vielleicht auch schon ein bisschen darüber hinaus für April dann. So heißt es, man kann mit Engels rechnen, man kann mit Start von neuen Fäden rechnen, man kann potenziell mit Neulingen rechnen, man kann mit großen Turns rechnen. Wenn jemand gehen sollte, wird man ihn dort kicken. Also dann weiß man dann wahrscheinlich auch, wer seinen Vertrag nicht verlängert hat. Die laufen eigentlich in den meisten Fällen alle bis Januar, also bis nach dem Tokyo Dome, meistens bis Ende Januar. Die werden dann meistens in dem Fall hier bei New Year's Dash schon verabschiedet, wenn man so möchte. Nicht immer freundlich, wie das zum Beispiel AJ Styles gezeigt hat. Also das ist im Grunde wirklich wie was die Monday Night Raw Ausgabe für am Tag nach WrestleMania für WWE ist im Grunde New Year's Dash für New Japan Pro Wrestling. Genau. Auch eine Show, die wegweisend ist und die man sich durchaus anschauen sollte, auch wenn das wrestlerisch sicherlich jetzt nicht immer so der große Brüller ist, sondern wenn dann das Hauptaugenmerk eher auf den Engels liegen sollte. Ja. Und angeblich endet ja der Vertrag von Omega am 5. Januar. Er hat eine Option für ein Jahr. Manche sagen, er wird die ziehen. Manche sagen, er zieht sie nicht und wechselt danach. Also vielleicht, je nachdem, Omega Abschied, ja oder nein? Je nachdem. Ich glaub's nicht. Also zuletzt hieß es ja eigentlich schon, dass sich alle relativ sicher sind, dass Omega auch vielleicht sogar verlängern wird. Ja, also mich würde, ob jetzt die Option gewinnt. Ich kann es mir, um ehrlich sein, nicht vorstellen. Wie gesagt, er hat ja mal gesagt, es gibt bei WWE im Grunde nichts, was er viel bewegen kann. Nichts, was er dort wirklich erreichen kann. In dem Fall, auch auf den Hinblick eben halt gesehen, dass WWE schon mehr als genug Talente hat, mit denen man, die man nicht unterbringen kann. Matchqualität kann ja das, was er bei New Japan zeigen darf und konnte, nicht toppen. Muss man ganz einfach so sagen. Konnte in AJ Styles am Ende des Tages auch nicht. Und ich denke einfach, für Omega gibt es bei New Japan durchaus noch was zu gewinnen. Von daher bin ich mir relativ sicher, dass er mindestens noch ein Jahr bleibt, vielleicht sogar länger. Ja, aber wäre halt so ein Anreiz, um so ein bisschen was passiert. Aber auf jeden Fall New Year's Dash, da passiert auf jeden Fall was. Wenn ihr die Show nicht sehen könnt, schaut beim Bericht vorbei. Ich versuche den zeitnah am Ende der Show zu bringen. Wird natürlich auch, wenn wir Anfang der Tage schon gesagt haben, klar, Live-Bericht, den Claudio versucht zu bringen. Ja. Geht immer. Ansonsten, auch das wird live auf New Japan World ausgestrahlt. Ne? Genau. Also wie gesagt, fast alle Shows von New Japan werden live ausgestrahlt. Kleinere Shows, manchmal auch zeitversetzt. Nur ganz wenige Shows landen im Grunde, oder was heißt ganz wenige Shows, kann man auch nicht sagen. Sicherlich ein paar von diesen eigentlichen House-Shows landen dann gar nicht auf dem Network oder auf New Japan World. Aber das meiste ist früher oder später dort zu sehen. Ja, vor allem Turniere, da kommen nur die Turniermatches rein, da lässt man die Undercard weg. Was meistens auch ganz gut ist. Ja. Chris Jericho, wie gesagt, ist nicht angekündigt dafür, soll aber für New Year's Dash gebucht sein. So heißen, der Deal bezieht sich nicht nur auf Wrestle Kingdom, sondern zumindest noch auf den Tag danach. Also gut ist möglich, dass er auch bei New Year's Dash vielleicht sogar noch ein Match bestreiten wird. Ja, auch da wird man auch wohl den Abschied haben. Geht's ja Richtung WWE. Genau, und da wird man dann vielleicht auch feststellen, ob es dann vielleicht noch ein weiteres Match zwischen Omega und Jericho geben wird. Denn was ich vielleicht vorhin schon erwähnt hatte, ne, wo du ja sagtest, glaubst nicht, aber Jericho Titel gewinnt hin oder her, man muss einfach so sehen, man weiß nicht genau, was die beiden ausgemacht haben. Denn theoretisch wären schon ohne weiteres 3 Matches möglich. Richtig. Wrestle Kingdom, New Year's Dash und dann theoretisch auf der Kreuzfahrt. Also 3 Sachen, die jetzt schon im Grunde gebucht sind. Wenn man so möchte. Ja. Lass uns überraschen. Genau. Und dann sind wir auch schon beim Main-Event. Schon ist gut, ich glaube, wir reden hier schon ein Weilchen. Ja. über 1,5 Stunden, okay, dann war zu erwarten. Ja, der Main-Event, IWGP Heavyweight Championship, der mittlerweile Rekord-Champion, oder? Ja. Längste Regentschaft, Katsushika Okada gegen Tetsuya Naito, den Gewinner des G1 Climax des Jahres 2017. Mittlerweile den zweifachen Gewinner. Ja, Claudio hatte vorhin schon ein bisschen angedeutet, was im Grunde auch die Story des Matches ist. Naito hatte den G1 Climax schon gewonnen 2013? Ja, 2013 in Osaka gegen Tanahashi. Vielleicht übernehme ich dann mal an dieser Stelle. Und die Fans
mochten Naito nicht und sie wollten eher, dass Tanahashi den Climax gewinnt und Naito hat dann den Osaka-Fans versprochen, sie dürfen ihn für immer und ewig ausbuhen, wenn er den Titel gegen Okada nicht gewinnt und dementsprechend ist auch bis zum heutigen Tage Naito in Okada, in Osaka wird er ständig ausgebuht, einfach dadurch, dass er halt den Titel damals nicht gewonnen hat und um die ganze Fehde oder Story nochmal einzugreifen, die Fans haben damals ein Fanvoting gemacht. Okada gegen Babyface Naito wurde zum Co-Main-Event gewählt. Der damalige Main-Event lautete Shinsuke Nakamura gegen Hiroshi Tanahashi. Und Naito ist es doch bis heute ein Dorn im Auge, dass er damals nicht im Main-Event stand, weil er für seiner Meinung nach, auch wie New Japan es immer macht, der Sieger des Climax steht im Main Event und das war für ihn quasi so der persönliche Schlag, dass ihn auch dann später 2015 zu Mexiko nochmal zu einer kleinen Auszeit nach Mexiko zur CMLL geführt hat. Dort hat er ja auch das Gimmick von Rush, La Mascara und jetzt bekannt Andrade Cien Almas, früher La Sombra, übernommen hat und quasi das war die Geburt von Los Ingobernables de Japón. Und man hat ja gesehen, was seit 2015 sich bei Naito verändert hat. Er ist zu einem Megastar geworden. Die Fans feiern ihn. Ich glaube, vor allem Tokio ist eine Hochburg, wo er gefeiert wird. Die Tickets, also die Merchandise von Naito oder dem Stable, hat Jens schon vorhin erzählt, die verkaufen sich so gut, dass er der bestverkaufteste Merchandise hat. New Japan hat mit ihm quasi sozusagen einen neuen Star erstellt, sozusagen, nachdem er ja quasi als Face gescheitert ist, aber als Heel hat das nach vorne gebracht und hat dann halt dieses Jahr den G1 Climax gewonnen und fordert jetzt Okada im Main Event von WK um den Titel heraus. Und Okada hat die längsten Anzahl an Tagen von den Titel zu tragen. Würde er bei Wrestle Kingdom am 4. Januar bricht er den Rekord um einen Tag von Hiroshi Tanahashi. Ich glaube irgendwie 1248 Tage oder so hat Tanahashi den Titel gehalten, insgesamt in 8 Regentschaften oder 6 und Okada ist erst bei 3 oder 4. Zum Match selber wird es auch einen kleinen Aufbau geben, denn Okada hat sich für den Destino einen Konter einfallen lassen, nämlich einen Cobra-Klatsch und den hat er auch in den Multiman-Matches gegen Naito häufig gezeigt und hat den auch häufig nach den Matches noch gehalten. Naito konnte bei der letzten Road to Tokyo Dome Show den Submission Move kontern, hat Okada den Destino verpasst und sozusagen quasi dann gezeigt, du hast zwar eine Waffe, aber ich kann sie immer noch auskontern und das wird ein ganz besonderes Match werden. Ja, vielleicht eben noch, die Story in dem Sinne ist eben halt, auch wenn man so möchte, dass 2014, also nachdem er den G1 Climax gewonnen hat, 2013, 2014 dann im Grunde die Wahl stand zwischen Okada gegen Naito um den IWGP Heavyweight Title und Nakamura und Tanahashi um den IC Title, einfach weil viele Fans Nakamura gegen Tanahashi dann ein bisschen als im Vorfeld eigentlich schon zu dieser Abstimmung als das größere Match wahrgenommen haben. Dementsprechend hat man das Ganze dann zur Abstimmung gestellt. Letztendlich ist dann tatsächlich dass der Heavyweight, das World Title Match in dem Sinne überstimmt worden und der Main Event von Wrestle Kingdom 2014 war dann tatsächlich das IC Title Match. Das im Grunde kann man das auch so ein bisschen sagen, ne, du hast ja auch schon erklärt, dann mit dem Rückline zu CMLL, wo das neue Gimmick gekommen ist, im Grunde war das auch so ein bisschen der Bruch, ne? Auch der Weg dafür, im Grunde das, was auch viele sagen, dass man mit Naito genau den Weg gegangen ist, den man mit Roman Reigns gehen sollte. Jemand, der als Babyface, auch wenn er 10.000 Mal als Top-Babyface auserkoren ist von irgendeiner Company, von irgendeinem Offiziellen, dass wenn es nicht funktioniert, dass der Weg über als Heel der bessere Weg ist, denn mittlerweile ist es schon so, dass er in vielen Bereichen in Japan, nicht in allen Städten, aber in vielen Bereichen eindeutig das Top-Babyface ist und gar keineswegs der Top-Heel, eben aufgrund dessen dieser Geschichte. Und die Geschichte ist eben jetzt in dem Sinne tatsächlich auch, dass er jetzt nochmal im Main Event steht und den Climax nochmal gewonnen hat, jetzt wirklich im Main Event steht
und dass man eben jetzt durchaus auch über Omega und Chris Jericho so ein bisschen die Differenzen zwischen Omega und Naito vielleicht nochmal aufbaut, weil die beiden eben sagen, nee, das ist ein Co-Main-Event. Also genau das, was Naito ja im Grunde eigentlich nicht will, sondern dass er jetzt endlich wirklich im eigentlichen Main-Event steht und nicht wie vor 3 Jahren, wenn man so möchte, dort nochmal überholt wird. Also man baut nebenbei schon noch eine Story auf, die theoretisch sogar zu Jericho gegen Naito führen könnte. Glaube ich jetzt nicht dran, an Omega gegen Naito, gerade nach dem G1 Climax-Finale. Das werden wir sicherlich vielleicht nächstes Jahr bei Wrestle Kingdom sehen, vielleicht auch bei irgendeinem King of Pro Wrestling oder Dominion. Oder ja, mal sehen, Power Struggle in diesem Jahr, wird man sehen. Ja, was jetzt die Matchqualität angeht, ich denke, das Match dürfte mit Abstand vielleicht auch das einzige Match sein, wo man mit Abstand davon, eigentlich muss man davon ausgehen, dass das ein 5-Sterne-Match ist. Ja. Plus X. Ja, wenn plus man jetzt X. Melzer, wenn man jetzt Melzer zu Rande nimmt, aber, also, dass es im Grunde ein 5-Sterne-Match wird, wenn man Melzer sagt, dann vielleicht 5 plus X. Wie gut das wird, wird man sehen. Na, es ist halt, man darf halt jetzt auch nicht, es ist halt immer ein bisschen unfair. Wir hatten ja auch die Diskussion jetzt auch in den letzten Tagen erst wieder, inwiefern das mit diesen 6-Sterne-Matches so gut ist, weil man vielleicht ja auch die Erwartung zu hoch setzt, ne? Wenn man ein 5-Sterne-Match zeigt, kann man dann irgendwie dann noch sagen, dass das irgendwie schlechter war als, keine Ahnung, Naito gegen Omega oder Okada gegen Omega 1, 2, 3. Geht das überhaupt, ne? Also, oder sind nicht 5-Sterne-Matches dann immer gleichwertig? Also, das Match sollte großartig werden. Ich denke, hast du ja schon gesagt, man hat auch schon ein bisschen vorgearbeitet mit dem Copa-Glatch-Konter von Okada. Sicherlich schon Anfang des Jahres einer der absoluten Kandidaten auf das beste Wrestling-Match des Jahres. Promotion-übergreifend brauchen wir ja wahrscheinlich. Muss man kein Hellseher sein, um das zu vermuten. Außer da kommt irgendein Hammer noch von New Japan. Die haben in diesem Jahr sowas von abgeräumt. Ja, also. Na, es ist zumindest einer der Kandidaten, also einer der Top 10 Kandidaten. Ob es das Match wird, das muss man abwarten. Dafür ist das Jahr zu lang. Das hat man ja auch gesehen, das hätten wir wahrscheinlich letztes Jahr bei Omega gegen Okada hätten auch alle gesagt, das wird mit Abstand das beste Match des Jahres und dann hat man eben halt im Laufe des Jahres gesehen, dass man da theoretisch sogar noch mehr rauskitzeln kann oder zumindest Matches zeigen kann, die genau auf dem gleichen Niveau sind. Und eben halt vielleicht nicht sogar noch ein bisschen besser. Also das kann man, glaube ich, nicht voraussagen. Auf jeden Fall, also wenn man nur auf dem Papier her guckt, ist es natürlich das Match des Abends von der Innenring-Qualität, weil man weiß, Okada hat in diesem Jahr einfach, er ist dieses Jahr der Wrestler des Jahres. Ich würde sogar so weit gehen, dass Okada zurzeit der beste Wrestler ist, den es gibt. Ja, würde ich definitiv sagen. Also ich finde, er ist auch besser als Omega und Naito. Ja. Und vor allen Dingen auch mindestens eine Stufe besser als AJ Styles. Also AJ Styles hat dieses Jahr ein bisschen... Finde ich gar nicht unbedingt. Ich finde einfach, er ist bei WWE einfach auf das limitiert, was er zeigen darf. Und ja, das im aktuellen Moment sind das nun mal halt keine 5-Sterne-Matches. Und er hatte eben halt stellenweise auch nicht die Gegner, aber man sieht, AJ Styles ist immer noch einer der besten Wrestler der Welt, aber bei WWE glaubt auch ein bisschen durch die Art und Weise, wie WWE-Matches aussehen sollen und dass sie da in eine Schablone gepresst werden sollen, dass man wenig Freiheiten hat. Also WWE-Matches, ne, passen alle unter eine Schablone oder fast alle unter eine Schablone und darunter leidet auch AJ Styles am Ende des Tages. Deshalb ist es vielleicht auch schwer einzuschätzen, aber ich finde, dass Okada mindestens nochmal, also eigentlich ist er eine Klasse für sich, muss man so sagen. Ja. Also an die auch Omega und Naito im Moment nicht rankommen. Also wer aus Bad Luck Verläden 4-Sterne-Match ziehen kann, ja. Vor allem alle Stile, wenn du überlegst, gegen wem er dieses Jahr Matches zeigt. Ich hätte ja gerne mal ein Match gegen Osprey oder so gesehen. Oder gegen Takahashi. Ja, es gab zumindest lichte Momente in Tag Team Matches. Ja, man hat hier und da gesehen, okay, gerne mehr davon, aber man spart sich das noch für die ferne Zukunft auf. Takahashi gegen Okada, das wird Main Event von Wrestle Kingdom 17, 18, 19, 20, je nachdem, in der weiten Zukunft sein. Okada hat dieses Jahr wirklich einfach abgeliefert. Mit Ibushi, mit Omega dreimal, mit Bad Luck Fale sogar ein gutes. Zweimal gegen Minoru Suzuki. Unter anderem hat er ja schon
zwei Draws alleine dieses Jahr geworkt. Das 60-Minuten-Match gegen Omega, das zweite, und im Climax hat er auch 30-minütiges Match gegen Minoru Suzuki. Also das Match wird sehr viel Matchzeit kriegen. Ich würde sogar fast sagen, dreiviertel Stunde. Ich auch davon ausgehen. 40 plus bestimmt, ja. Ja, also viel Zeit. Man wird wahrscheinlich das, was Jens auch immer wieder häufig erwähnt, dass New Japan bestimmte Spots beim obersten Seil immer erarbeitet. Das wird hier auch dann wahrscheinlich der Fall sein. Ich kann mir vorstellen, dass Naito irgendwie andeutet, einen Destino von dem obersten Seil zu zeigen, und Okada kann es gerade so auskontern. Vielleicht wird auch Naito nochmal den Stardust Press zeigen, den Finisher, den er benutzt hatte als Babyface. Irgendwie sowas wird es wieder sein, es wird faszinierend sein, und ich freue mich jetzt schon auf dieses Match, weil es einfach, es ist auf dem Papier so interessant und man hat so interessant aufgebaut. Das ist für mich Wrestling. So ein wirklich, es stimmt alles, und wenn es dann tatsächlich passiert, dann ist man Mark sozusagen, und man freut sich dieses Match und man fiebert mit, egal ob das jetzt eine abgesprochene Choreografie ist oder nicht. Ja. Ich finde auch tatsächlich ein bisschen, dass New Japan das aktuelle Produkt ein bisschen den Sprung schafft zwischen Wrestling, wie es früher mal war, bis in die 80er Jahre vielleicht, und vielleicht auch das Wrestling der Zukunft, eben halt, wenn man sich jetzt auch sieht, wie wie im Grunde sich MMA, UFC entwickelt hat, ne? Die ja Wrestling in gewissen Punkten immer den Rang abgelaufen haben, auf eine gewisse Art und Weise, und nicht nur aufgrund des Produktes, sondern auch aufgrund der Präsentation, dass New Japan irgendwie so ein bisschen, wenn man so möchte, die Schnittstelle ist. Die Schnittstelle von dem, was bis in die 80er gut war, und die Schnittstelle von dem, was im Grunde eigentlich modernes Wrestling sein sollte oder sein kann, unabhängig von irgendwelchen Soap-Opera-Elementen und von irgendwelchen Übertreibungen, also auf gut Deutsch, wäre nicht irgendwie nur grell, buntes Glitzer, Gimmicks und Crash-TV-Storylines sehen möchte, sondern einfach ein bisschen sicherlich simpleres Storytelling, aber dafür konstanteres Storytelling und geradlinigeres Storytelling, ohne ohne irgendwelche vollkommen komplett bescheuerten Swerves. An dieser Stelle, weil ich ja bei keinem Podcast höre, ich finde immer noch, dass die Wiederzusammenführung von Kevin Owens, Sami Zayn, der größte Bullshit ist, weil über den ich in den letzten Jahren überhaupt im Wrestling sehen durfte, bleibe ich dabei. Mir kackegal, ob die beiden zusammen awesome sind. So eine Storyline zu killen, kann nur WWE hinbekommen. Der ist, glaube ich, in New Japan im Moment bestens aufgehoben. Besser als irgendwo anders. Vor allem auch, weil man einfach nicht überfordert wird durch das ganze Programm. Du hast nicht jede Woche 6 Stunden Wrestling, die du dir anschauen musst, um irgendwie angeblich drin zu bleiben in den Storys. Nein, wenn wir jetzt ehrlich sind, braucht man das bei WWE ja auch nicht, weil so viel erzählt man einfach nicht. Da kann man, es reicht meistens auch aus, wenn man sich diese Hype-Videos von den Pay-Per-Views anguckt. Aber das, was wichtig ist, das kann man bei New Japan auf ein paar Stunden im Monat zusammenbrechen. Man hat die großen Shows, man hat die großen Turniere. Die Turniere haben auch einfach den Vorteil, dass eigentlich, selbst wenn es noch das unwichtigste Turnier ist, kann man die World Tag League, ne? Ja. Die geben den Shows eine Bedeutung. So einfach ist das. Und wenn es darum geht, dass der Gewinner der World Tag League jedes Jahr bei Wrestle Kingdom eine Chance auf die Tag Team Titles bekommt. Du hast durch diese ganzen Turniere, und da gibt es ja genug, New Japan Cup, Best of Super Juniors, World Tag League, natürlich den G1 Climax, das größte Turnier von, wo es im Grunde darum geht, wer theoretisch beim Wrestle Kingdom im Main Event steht und ein Titelmatch bekommt, muss ja nicht der World Title sein. Und dann auch noch die kleineren Turniere, die du hast, das Junior Heavyweight Tag Team Turnier. Du hast einfach die Turniere, die diesen kleinen Touren zwischendurch Bedeutung geben. Du hast immer wieder alle 2-3 Monate eine relativ große Show, oder alle 3 Monate eher, kannst du sagen. Zwischendurch immer so die kleineren, so das Mittelding zwischen, oder auf der Stufe zu größeren Shows, und dann natürlich auch die Touren. Es ist relativ einfach zu verfolgen. Man kommt eigentlich auch relativ schnell rein.
in den Hype-Videos und so, Sprachbarriere ist halt vielleicht noch ein bisschen das Problem, dass die Storys, die dann erzählt werden über die Promos, wenn sie jetzt nicht gerade von ausländischen oder nicht japanischen Wrestlern erzählt werden, halt ein bisschen schwer zu verstehen sind. Ja. Also, das ist vielleicht das Einzige, was man noch sagen könnte. Aber ja, deswegen hat man ja auch den englischen YouTube-Account erstellt, ja, um quasi diese Barriere damit zu durchbrechen und quasi dann den Leuten noch näher das New Japan-Produkt zu zeigen. Ja, genau. Ja, ansonsten, was die Karte angeht, muss man vielleicht sagen, man sollte es vielleicht nicht irgendwie mit einer Euphoria-Show vergleichen. Nee. Und zwar, weil man vielleicht generell Gefahr läuft, der Show ein bisschen dann auch Unrecht zu tun oder zu hohe Erwartungen zu haben. Weil ich glaube, so eine Show wie im letzten Jahr kannst du eigentlich nicht mehr toppen. Wie soll das gehen? Wird schwer. Also. Ich meine, es geht alles. Ist nicht so, dass man jetzt nicht sagen müsste, man, wie gesagt, Okada gegen Naito wird ein 5-Sterne-Match und ich traue den beiden grundsätzlich schon zu, dass es besser wird als Okada gegen Omega. Aber du hast ihm halt dann schon der Co-Main-Event. Naito gegen Tanahashi letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob da Jericho und Omega wirklich rankommen. Wird schwer. Vielleicht sogar der Vergleich zu hoch. Ja. Und Takahashi gegen Kushida. Okay, das VW-Match. Skull, Osprey, Kushida und Takahashi. Es könnte auch tatsächlich an Takahashi gegen Kushida im letzten Jahr rankommen. Ja, ich meine, theoretisch hat es vielleicht das Potenzial. Es wird nicht einfach, aber vielleicht schafft man es irgendwie. Interessant zu sehen sein. Auf jeden Fall eine Show, auf die ich mich tierisch freue und nicht erst seit heute, gestern, letzte Woche, schon seit ein paar Wochen, spätestens seitdem Naito im Grunde den Climax gewonnen hat. Ja, wird Bombe, denke ich. Auf jeden Fall. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, entweder schaut ihr das Event oder ich denke mal, wir werden einen Live-Chat haben. Live-Bericht werde ich versuchen, so aktuell wie es geht, zu halten. Im Live-Chat werden dann wahrscheinlich auch ein paar andere Leute, die sich den Morgen bereit machen, Wrestle Kingdom zu sehen, könnt ihr mitschreiben, wie bei den WWE-Events auch. Schaut gerne bei New Japan vorbei. Ich habe zum Beispiel mein erstes New Japan Event war Wrestle Kingdom 8 oder 9, wo Tanahashi und Nakamura den Main Event Spot gekriegt haben und Okada Naito Co-Main Event waren. Das war meine erste Wrestle Kingdom Show, also meine erste New Japan Show überhaupt. Und man braucht so ein bisschen erst eine Zeit, weil der Stil halt anders ist, weil es halt im Vergleich zu WWE ist. Da baut man auch schon mal so 10, 15 Minuten die Bearbeitung eines Körperteils auf. Das ist bei WWE jetzt nicht so häufig der Fall. Man hat so ein bisschen mehr Freiheiten und man muss sich erst ein bisschen an den Stil gewöhnen, aber letztendlich merkt man doch den Unterschied zwischen WWE und New Japan bzw. Pro Wrestling überhaupt. Da gibt es auch nochmal verschiedene Facetten, je nach Promotion, wer zum Beispiel Deathmatches, also der verschiedensten Art und Weisen sehen möchte, wer bei Big Japan gut aufgehoben, wer Comedy sehen möchte, gibt's Dramatic Dream Team mit Colt Cabana unter anderem, der mal ab und an mal auftaucht und dort für den ein oder anderen Lacher sorgt. Bisschen Lucha Libre ähnlichen Stil ist bei Dragon Gate. All Japan hat noch den früheren Stil, die sich ja jetzt auch aufberappelt haben durch Kento Miyahara. Pro Wrestling Noah hat sich dieses Jahr so ein bisschen gerettet auch und neues Leben bekommen durch Keno jetzt als Champion. Es gibt halt in Japan verschiedene Arten des Wrestlings und wenn man sich einmal vorstellt, man möchte sich in das japanische Wrestling eintauchen, es gibt immer was. Also wer von WWE sagen möchte, okay, ich habe genug gesehen, ich möchte gerne was Neues sehen, kommt zu New Japan. Dort habt ihr auch bekannte Namen und neue Namen, die ihr dann lieben und schätzen lernen werdet. Ein schönes Schlusswort. Genau. Ich denke, damit sind wir durch, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, seid dabei, Freitag ab circa 8 Uhr. Wenn ihr Fragen zur Show habt oder zu New Japan World habt, wie gesagt, stellt sie auf Twitter, Facebook oder unter den entsprechenden Podcast-Threads auf der Startseite oder im Board. Wir werden versuchen, alles rechtzeitig zu beantworten. Und ansonsten
wünschen wir euch viel Spaß. Genau. In diesem Sinne, reingehauen. Tschüss.